einen wunderschönen guten Abend. Donnerstag ist es! Ungewöhnlicher Tag für den Stream, aber die dritte Quali-Runde für Fishing Planet steht auf dem Plan. Kann ja nur besser werden als gestern. Vorgestern ging es sogar halbwegs, da waren wir am Ende mal 20. Aber nicht ganz am Ende leider, nur am Ende von unserem Spielstand. Und gestern, ich habe gerade geguckt, wo ich gelandet bin, ich glaube 176. oder sowas. Mit 4 Lachsen natürlich auch nicht mehr zu erwarten, ne? Also, das war schon mal nix. Heute kann es also nur besser werden. Und ihr seid dabei, dieses grandiose Finale hier in der dritten Qualifikation oder live mit und in Farbe zu erleben. Freut ihr euch, Freunde? Freut ihr euch? Ja, ich hätte jetzt hier gerne mal ein Hype. So, jetzt hypet ihr mal ordentlich rein, Freunde, ne? Und ihr guckt in der Zeit, wer da ist. Techie ist am Start. Der erste heute gewesen. Zumindest der erste, den ich gelesen habe, weil ich bin gerade noch erst durch die Tür rein. Ich bin gerade erst durch die Tür rein, Freunde. Habe es gerade noch so geschafft, meinen Countdown rechtzeitig anzumachen. Ich habe noch nichts gegessen. Ich bin so am Hungern gerade. Aber das kriegen wir jetzt hin. Das ziehen wir jetzt durch. Das kann es nicht aufhalten. Max ist natürlich auch am Start. Stuxel ebenfalls. Herzlich willkommen. Leon aus dem Urlaub. Einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, du hast einen schönen Urlaub, Leon. Erhol dich gut. Vorbereitet auf jeden Fall, Schuxel. Leons Opa, einen wunderschönen guten Abend. Ruvi King, dir ebenfalls. Kobo ist natürlich auch dabei. MacBell. Und genau, Schuxel ist der einzige, der Hype. So, ja, die anderen haben mich schon, die sind schon eingeschlafen, bevor es überhaupt losgeht. Ich hoffe, heute ist nicht so zu einschlafen, nicht so wie gestern. Denn gestern war ja kritisch. Ne? Gestern war kritisch. Mit dem Fischfang. Ich hoffe, das wird heute ein bisschen besser. Und ich schalte mich mal kurz im Teamspeak dazu. Denn wir spielen heute natürlich nicht alleine. Ist alles mit? Zur Not, dass wir nochmal wechseln können. Ich habe noch ein paar Medium Spoons. Die gehen ja eigentlich immer gut auf Königslachs und dann habe ich noch ein paar Crankbaits. Da habe ich vielleicht auch noch eine Geheimwaffe. Abwarten. Da habe ich nämlich auch ein X-Series Crankbait mit 2,5-6,0. Muss man mal testen. Geheimwaffe? Was der alles hat, ne? Krass. Ja. Krass, ey. Guten Abend, Panti. Guten Abend, Chat. Na, Fati, einen wunderschönen guten Abend. Ich muss jetzt noch ein bisschen packen, Tim. Jo. Ich brauch nämlich, was ich gestern nicht hatte. Eine Nymphe brauchst du? Nee, so ein Quatsch angel ich nicht. Die ist... Was? Ich hab geübt. Spinner gehen nicht. Spinner gehen nicht. Und Nymphen gehen, oder was? Nymphen gehen. Ah, Nymphen hab ich ja vergessen noch mit. Also, aber... ich versuch das hier die ganze Zeit auf Nymphe. Und bei mir beißt nichts. Das heißt ja nichts. Der hat ja die X-Series. Achso, ja, die hab ich ja eh nicht. Ich auch nicht. Die hab ich ja eh nicht. Mackie hat keinen Bock auf Fishing Planet. Achso. Keine Ahnung, wo Hahnwind ist. Weiß nicht, ob der noch lebt. Ich hab gerade 2,4 Kilo Grosche gefangen. Mit Bolia, 10 Silber gemacht. GZ-Ruvi. Crankbait Rot 1 Meter. Den hab ich glaube ich sogar dabei. Ich muss gerade nur so ein bisschen. Warte mal, die will ich gar nicht. Den. Nehmen wir den auch. So. Spinner gehen Armer. Also ich hab. Da wird eben gar nichts gefangen. Warum bist du so am Laggen? Wieso lag ich denn? Also nicht, warum bist du am Laggen? Ja, zwischendurch. Lag weg. Kannst du schon was sagen, wann Russia Fishing auf Deutsch kommt? Nein. Das weiß ich leider nicht. Das weiß ich leider nicht. Ich glaube fast, dass ich alles habe. Ist jetzt besser? Ja, jetzt sehen wir dann gleich. Ja, Jimmy, einen schönen guten Abend, herzlich willkommen. Also nur ganz minimal. Ich würde auf jeden Fall die dicke Route mitnehmen, ne? Ich hab die dickste mit dir, die ich hab, glaube ich. Ja. Heusenswurf, einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen. Ja, sowas brauchen wir, ne? Ich soll dir von Matt Mowgli sagen, GZ-Panty, 4 Wochen und Level 22. Was? GZ-Panty, 4 Wochen, Level 22. Wie 4 Wochen? Keine Ahnung. Gut. Schreibt er gerade. Ich denke, dass er jetzt 4 Wochen das Spiel spielt, oder? Matt Mowgli ist schon weit über Level 22.
26 ist der. Eben. Kurz vor 27. Einen wunderschönen guten Abend, Unlimited, einen wunderschönen guten Abend. Hab gestern 10 gemacht und wurde lausig durchgereicht auf 24. Ah, wieder so knapp. Wieder so knapp. Vielleicht heute, Unlimited. Vielleicht heute, TK Fish, einen wunderschönen guten Abend auch dir. Herzlich willkommen. Wo ist sie denn heute hin? Erst die Nymphe, dann hast du jetzt die dickste Route. Denk dran, es ist erst 20 Uhr. Was? Erst die Nymphe, dann hast du jetzt die dickste Route. Denk dran, es ist erst... Naja, ihr Schlingel. Was ihr schon alle denkt, ne? Ach, da müssen wir hin. Ich denke schon gerade, wo müssen wir denn hin? Tim, habe ich hier jetzt alles dabei? Geisterschön, einen wunderschönen guten Abend auch dir. Herzlich willkommen. Ich sehe dein Inventar nicht. Ja, was brauche ich denn so? Mit? Was? Medium Spoon. Achso, du bist jemand. Ach, Medium Spoon, genau, stimmt. Lol. Crankbaits, tieflaufende, flachlaufende. Ah, Medium Spoon habe ich auch dabei. Okay, ja, ich glaube, ich habe alles. Nymphen. Alle. Master Chief, einen wunderschönen guten Abend und Zottel hat sie dir ebenfalls direkt zum vors letzten Fishing Plan Stream von Pantoffel begrüßt. Was? Hab gehört, da kommt was. Gestern war ich erschreckt, das muss besser werden. Hast du deine Hausaufgaben gemacht und alles dabei? Ich weiß es nicht, ich war bis gerade arbeiten. Ich bin gerade durch die Tür rein. Ich habe heute ein Video angeguckt auf YouTube, wo er vor 2 Monaten Lachs gefangen hat. Ja, Nadel, ich hab halt keine Zeit. Ich muss auch mein Geld verdienen. Spots kennst du? 1, 2. 3. Ne, 3 kenn ich nicht. Ich kenn nur den auf dem Stein. Alle am Damm. Ja, links, also am Damm geradeaus laufen, dann links zum Stein werfen und rechts zum Stein werfen. Genau, und dann kannst du dich noch ein bisschen weiter nach links drehen. Und dann ist ja dann nochmal so eine Unterteilung. Rechts hängst du die Stierkopfrelle einzigartig, glaube ich. Stierkopf nicht, hier die Stahlkopf. Ja, oder Stahlkopf, ja genau. Und links davon, von dem Ding, fängst du auch Lachse. Und unten am Steg war doch diese Kuppe, wo das da tiefer geht. Und da haben wir sie doch früher auch immer gefangen. Ne, die einzigartigen Streifenbarsche. Das war echt Nein, da habe ich auch immer die... Da sind auch Lachse auf jeden Fall am Steg. Ja. Okay. Ja, hallo Geisterstunde. Ja, danke. Wenn ich das richtig glaube. Dankeschön, Verlage. Dankeschön. Cartman, einen wunderschönen guten Abend. Shidoria, dir ebenfalls. Ohne Job, kein Paper-Regel. So ist das. So ist das leider, ja. Leider, ja. Also ich reiß jetzt mal dahin, ne? Wenn ich was vergessen habe. Ja, ich bin schon da. Rock Park, einen wunderschönen guten Abend auch dir. Herzlich willkommen. Danke, Olli. Und dir auch? Falls du spielst? No, nothing changed yesterday. Yesterday was. I caught like 4 fish. So. Well, not that good. Hopefully it gets better today. How was your quality yesterday? I hope it was better than mine. Muss das an die Hände fassen und ein Stoßgebet für heute zum Glück. Dankeschön, Lobo, dankeschön. Ja, also, ne? Auf euer Kommando, Jungs. Ja. 3, 2, 1, 9. You finished third? Wow, congrats. Okay, so you made it to the semifinals. Hopefully we can follow you into the semis. Today. Ach, Leute, ich kann mich schon gar nicht so weit werfen, oder? Ah, oh, kann ich sogar. Kann ich sogar. Was haben wir denn? 13 Uhr, um Gottes Willen. Wann fängt man denn die... Gar nicht. Die Trophys. Laut Liste gar nicht. Ach, Liste ist eh out, Tim. Eben. Thanks. Thank you very much. I'll try my best. Hopefully more than yesterday. Oh, ich hab schon einen Fisch. Ich hab schon einen Fisch, stimmt. Ja, direkt mal einen Streifenbarsch. Oh. Okay. Da hast du lange durchgehalten. Direkt mal den Streifenbarsch. Rocket, einen wunderschönen guten Abend auch dir. Herzlich willkommen.
Ich versuch's, Pogolo. So, und Glut hat auch schon gemacht, habe ich gar nicht mitbekommen, weil ich werde nicht gehört. Ist mein Sound wieder aus? Ich hoffe nicht, Rocket. Der Panty kriegt auch gar nichts mit. Loot! Loot, Loot. Panty wird echt alt. Ja, ich bin jetzt auch voll im Fokus, ne? So. Multihome, einen wunderschönen guten Abend auch in dir. Was muss man fangen? Lachse. Lachse, Fatih. Lachse brauchen wir. Do you know how to fish for Chinooks here or improvising? Well, I knew how to catch them. So I know a lot has changed, but I watched a YouTube video today, so that was how did you say it? Das ist eine Vorbereitung auf Englisch, keine Ahnung. My preparing and yeah. I hope it works. Der Hausmeister ist am Schissel, genau. Der Hausmeister ist am Schissel. Rocket wurde mich gestern befördert, für alle, die es verpasst haben. Ja, Rocket ist jetzt hier ebenfalls Mod. Und Hausmeister. Und Hausmeister. Also da bist du Bescheid, ne? Vielen oh, ich hab mal einen Fisch. Was habt ihr denn noch? Fisch. Oh, ich hab einen Lachs. Ich hab einen Lachs gefangen, Jungs. Woohoo! Ich was hast du drauf? Beste Profi Raptor for Play, wunderschönen guten Abend. Ein Crankbait, Nadine. Welchen? Einen blauen. Aber ich darf das nicht sagen, weil alle sonst nachmachen. Oh, Panty. Vielen Dank, Lobo. Direkt mal hier den Kapitän. Ich hab den nicht freigelassen, ne? Boah, ne. Hui, hui, hui. Thanks, man. Thanks. Gabriel, einen wunderschönen guten Abend auch dir. Ich gebe dir einen Tipp, Nadine. Er ist nicht ganz tief laufend. Nicht so ganz tief. Ich würde es mit 3,5 versuchen. Zu klein kannst du wieder freilassen? Ja, es geht ja nicht darum, dass er zu klein ist. Es geht darum, dass ich 10 Fische fange. Ne? Mehr als gestern. Freilassen kann man später noch. So ist es. Erstmal 10 voll machen, dann können wir weitersehen. Auf B kann man gar keinen Köder wechseln. Nee, auf Z. Das ist nervig. Kannst mich überlegen. Gabriel, gestern kam Call of the Wild. Gestern kam Call of the Wild. Mogli, einen wunderschönen guten Abend. Mogli schreibt, ich zähle auf dich. In diesem Trio des Schreckens sehe ich dich ganz weit vorne. Oh. Mir schreibt er, vertraue in deine Qualitäten, sehe dich weit vorne. Guck mal in den Chat. Ruby, du warst hier. Du warst hier, Ruby. Hast du mal verlassen wieder. Leute, warum bin ich eigentlich allein im Chatraum? Bin ich überhaupt im Turnier? Ja, ne? Ja, bin ich. Oh, ich hab noch einen Fisch. Ich hab noch einen Fisch. Oh, da läuft ja richtig gut, ey. Was hab ich denn da jetzt dran? Schwarzarsch oder was? Was ist das denn? Hä? Der flitzt so. Lol. Stahlkopfforelle. Zählt die? Nein. Ehrlich nicht? Nein. Oh, oh. Aber die hat 6 Kilo. Die zählt aber nicht. Hm. Mann. Hab ich gedacht, ich fange mal den nächsten Fisch einfach. Stufe 2 oder 3? 1 oder 2? Ich angle immer in 2. Ich habe nicht so mit 1. 1 ist mir zu langsam. Wo ist Panty? Try hard. I try my best. Aber wir haben schon mal. Also ich sag mal so, wir haben nach 5 Minuten schon einen Fisch gefangen. Der zählt. Das ist schon mehr als gestern, glaube ich. Eine Frau ist eben kein Lachs. Ja, aber ich dachte, das zählt trotzdem. Weil es sind auch Salmoniden. Also entfernt sind die schon verwandt. Wo fängt man denn da die Lachse? Da rechts am Stein vorbei oder was? Wo? Mit dem vorne am Lang bis auf die linke Seite zu den 3 Steinen. Ich weiß nicht, wo die da stehen. Ich glaube dahinter. Ich glaube auch dahinter. Wo hast du den gefangen? Rechts oder was?
Ja, ich hab die rechts davon. Ja. Ich hab rechts geangelt. Babs, einen wunderschönen guten Abend. Was, wo bist du denn gestern gelandet? Babs weiter? Nee, wa? Oh, ich hab einen Fisch. Also, das ist aber ein Schwarzbarsch, glaube ich. Da geht er gar nicht. Ach, jo, da kommt er mir entgegengeflogen. Da kommt er mir doch glatt entgegengeflogen. Den können wir nicht gebrauchen. Die kriegen uns ein Modell. Rocket, ey. Die kriegst du teilweise auch durch Fisch, glaube ich. Oder? Ja, roher Fisch. Fischvergiftung. Sushi. Esst kein Sushi. Alle sagen mal, Sushi ist mega lecker. Aber ich kann mir das nicht Homer, vorstellen. Homer, vielen Dank für dein Follow. Oh, ich habe noch einen Fisch. Ey, läuft richtig gut. Ich glaube, das ist sogar ein Lachs. Ich glaube, das könnte einer sein. Jo, das sieht so rot aus. Ha, schon den zweiten, ey. Geilo. Null auf Shaker. Geilo, 6,3 immerhin. Naja, auch noch nicht so groß, aber was soll's. Erstmal nehmen. Bist du dir sicher, dass du den Köder hast, den du uns genannt hast? Aber hundertprozentig. Was hast du denn für einen dran? Crankbait 3,540 in blau. Ja, aber ja. Aber den gibt's aber in 6-0, ne? Ich wollte es nur anmerken. Sushi ist absolut geil, ehrlich. Aber ich mag halt keinen rohen Fisch, ne? Aber ich gebe dir auch Sushi ohne Fisch. Das könnte geil sein. So mit Fleisch. Ne? Das könnte geil sein. Eher nicht durch gegarten Hühnchen und Eierschalen. Ja, da kriegst du auch Salmonellen, ne? Das stimmt. Geflügel ist auch gefährlich. Geflügel ist auf jeden Fall auch sehr gefährlich. Wir haben übrigens gestern noch das Chicken da geholt. Na, direkt, ich glaube, es war was hier. Ne, es war die letzte Runde, glaube ich, oder? Die wir gespielt haben. Wir haben nach dem Stream noch ein bisschen weiter gezockt. Da haben wir in der letzten Runde noch das Chicken da geholt. Master Chief, wie viele Kills hast du gehabt? Ich glaube, Nico hat 7 Kills gehabt oder so. Ich habe 8 Kills gehabt. Aber ich hatte auch einen Sniper. Ne? Gib mir einen Sniper und ich bin tödlich. Ne? Aber Multi-Homa Junior. Danke für dein Follow. Love Shaker, einen wunderschönen guten Abend auch dir. Herzlich willkommen. Nadel hatte auch 5 Kills. Tim hatte 10 Kills. Alter, das lief richtig gestern, ne? Jo. Gut, die Kills bei den beiden habe ich mir gerade ausgedacht, aber war trotzdem gut. Das hört sich doch schön an. Ich bin auch beim Essen fast gestorben. Achso, weil du zu viel gegessen hast. Das darfst du nie machen, ne? Du musst immer schön Piano. Ey, guck mal, ich bin auf 13. Krass, oder? GZ. Das läuft richtig heute, glaube ich. Nicht, dass ich noch weiterkomme. Hallo, Laufshaker. Das läuft ja richtig. Bei mir läuft gar nichts. Ich habe auch noch keinen. Ja, mein Gott. Ist ja noch Zeit. War so lecker, was gab's denn? Was gab's denn mal zu essen? Boah, bist du auch rumlängen. Oh doch. Ich hab den ersten. Hallo Lena. Ich hätte gern noch einen Fisch. Da ist schon in der Zeitung, dass ein Rapper oder so am Ei erstickt ist. Hab ich auch gelesen. Yo. Bild-Zeitung. Habe ich auch gelesen. Haben wir erstmal Pizza bestellt, Schinken, Brokkoli, Tomate und Sauce Hollandaise. Oh, mein Mowgli, ich lese das mit, ne? Gut, dass ich rechtzeitig gewechselt bin. Ja, ne, hier siehst du halt auch. Hier ist halt auch Qualität, Mowgli. Weißt du ja, ne? Jawohl, den ersten Fisch. Oh. Ja, Zielfisch oder? Forellenbarsch. Ja, Forellenbarsch? Jo. Gibt's die hier? Seit wann gibt's die hier? Wollte ich auch gerade fragen. Die sind doch neu hier. Die gibt's doch hier nicht. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Anscheinend schon. Anscheinend gibt's die hier. Komm, Fischi-Fisch. Gib mir mehr Fische.
Oh, der auf Land. Tim, Panty, mein Account wurde gehackt. Checke das mal. What? Der wurde gehackt. Hast kein Gold mehr, ne? Oder dein Level wurde runtergesetzt. Nein, Mogli, du weißt, dass das nicht funktioniert. Selbst Dennis fällt da nicht drauf rein. Ein Bekannter unserer Familie hat sich an einem... Was? Wurstfleisch des Wissens verschluckt, ist Koma gefallen und später gestorben. Ja, wenn das halt so in die Luftröhre reingeht, ne, ist halt gefährlich. Da steckst du nicht drin. Na, Multi-Oma. Da muss man echt aufpassen. Du kannst... Bei dem verrücktesten Ding kannst du sterben. Kennt ihr die Serie auf D-Max? Wie heißt die nochmal? 1000 Wege ins Gras zu beißen? Ja. Da denkst du auch manchmal, ne? Wie kann man so dämlich sterben? Wenn das auf dem Grabstein steht, die Todesursache. Pah. Hier im Chat, da schreibt einer unter meinem Namen. Guten Abend, Ilja. Oh, ich habe einen Fisch. Oh, das ist auch nass. Ach so, dein Twitch-Account ist gehackt worden. Ach so. 6,9 Kilo, ich steigere mich langsam. Ich habe einen, aber der ist 7, noch was. Bin ich schon 6 da. Was? Ich fang gar nichts. Ich fang gar nichts. Ne, die Nadel war am Lecken, nicht so. Nadel hat ja nichts gesagt. Ehrlich nicht? Bei mir war so. Final Destination. Es gab erst Salat, dann eine Gerstensuppe mit frittiertem. Was? Brot irgendwas, dann Grünkohl. Rolle, dann Wildschwein-Gulasch mit Rotkohl, Birne und Steinpilz-Polenta und am Ende Limetten-Sorbet. Nur mal, was habt ihr denn heute gefeiert? Geburtstagsparty, sonst was? Habe ich was verpasst? Muss ich irgendwem gratulieren? Müsst ihr mir sagen? Ich kenne ja nicht hier eure Geburtsdatum und so. So wird den Schulern ausgeraubt. Perfekt. Wo ist es? Ihr seid alle Bonnie und Clyde. Wenn das weitergeht, bin ich gleich Erster, ne? Hast du schon wieder einen? Nee, aber in drei. Das ist schon... Noch einen habe ich so viele wie gestern. Ja, jetzt bist du da. Was denkst du mal, Fatih? Im Sterne-Restaurant wirst du halt von der Portion nicht satt, ne? Da hört sich das was viel an, aber das, was auf dem Teller ist, das ist ja was für einen hohen Zahn. Deshalb wäre ihm davon nicht schlecht. Der Montel hat uns gerade eingeschlagen, ein Blitz. Oh Gott, es war auch Unwetter. Bei uns ist auch mega. Also so viel geht nicht, aber richtig viel Regen. Deshalb hoffe ich, dass mein Internet stabil bleibt, weil meistens fliege ich immer raus. Aber ich hoffe, es klappt. Das übliche 6-Gänge-Menü über Familie Raptor. Jeden Tag so ein Festmahl. Okay, den habe ich noch nicht. Ich wollte bis gerade arbeiten. Hab noch nichts eingerichtet. Tut sich gar nichts hier. Man ist auch durch die vielen Gänge sehr lange und nach 20 Minuten sagt man, dass das nicht so viel. Das stimmt. Das stimmt allerdings. Deshalb schlinge ich immer, damit ich alles in 20 Minuten aufhab. Und mein Gehirn dann ist realisiert, boah, scheiße, war zu viel. Aber der Essen ist dann schon weg. Cormac, einen wunderschönen Abend auch dir. Und Petri Dango, oh, noch ein Fisch hier, Schwarzbarsch. Nice. Ein Lachs. Oh, Tim. Jetzt ist aber gut. 7,7. Jetzt übertreibt man nicht hier. Vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen im Stream. Jetzt übertreib mal bitte nicht. Warum nicht? Oh, ich habe auch was. Ach, schöner Schwarzbarsch, ey, das gibt's doch nicht.
Kommt wieder ein Lachs. Ja, das gibt's zwar nicht. So geht man es immer mit dem Brunch, dann sitze ich die nächsten 3 Stunden gelangweilt und verdau wie eine Schlange. Oh nein, doch nicht. Stierkopf. Oder wie die heißt. Stahlkopf. Brunch ist immer so. Ich brunch eigentlich jeden Tag. Manchmal stehe ich auf und dann realisiere ich, dass ich kein Brötchen mehr habe und dann muss ich irgendwas anderes essen. Ein Steak oder so. Ja, könnte passieren. Ich war gerade noch einkaufen schnell. Ich habe mir noch Rippchen mitgebracht und Burger. Du hast immer Schlemmerfilet. Und Filet und argentinisches Hüftsteak. Hab ich erstmal die Fleischtheke geplündert. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Cormac, dankeschön für dein Follow und herzlich willkommen. Dankeschön. Fischermann, einen wunderschönen Abend auch dir. Ach, Streifenbarsch, ey. GZ. Streifenbarsch, den will ich nicht. Den wollen wir nicht haben. Wir wollen jetzt was Kapitales fangen. Ein Lachs. Ich bin aus den Top 10 raus. Oh, guck mal hier. Cappy spielt auch mit. Cappy Shamino hier. Hello, guys. Na. Hat sich angemeldet? Oh, ich hab wieder was. Ab 9 Fisch, das könnte. Ja, ich habe die Farbe nicht erkannt. Na, schon wieder ein Streifenbarsch. Kann das nicht mal ein Streifenbarsch-Turnier sein? Und hat für mich sicher. Can you still get chin hooks in the dam? Rocks on the left side using 2.5 meter cranks? I think so, yes, why not? I caught one here with 3.5 meters, so I think it should be possible with 1 meter. Less. Let's try to catch one there. Brennplan eigentlich so Suizid. Ich habe auch Gemüse gekauft, so ist nicht. Ich habe nämlich 3 Zucchini gekauft. Weil ich liebe Zucchini. Zucchini-Bötchen. Kennt ihr Zucchini-Bötchen von euch? Die sind halt richtig geil. Dann machst du die Zucchini. Das ist auch mega einfach. Du machst die Zucchini so. Einmal in der Hälfte durch und dann holst du mit dem Löffel das Weiche da raus. Dann füllst du das mit Hackfleisch auf. Ne? Dann machst du das quasi so eine Hackfleischwurst da in die Zucchini rein. Ja. Machst du Käse drüber, fertig. Ne? Und dann Backofen. Und dann läuft das. Glück, Party, dass du heute besser abschneidest. Jimmy, dankeschön für dein Loot. Now this place, I have to walk. Was? You have to walk back to the dam, turn 180 degrees, walk to the wall. What's the rocks on the left side? On that side? Ah, I know. I don't know. Never caught one there. Actually, I don't know about that spot. We could try later. If we don't catch anything more on that spot, we can switch position and try that out. Jagdpostmann, einen wunderschönen guten Abend auch dir. Herzlich willkommen. Doch, okay. Oh, da haben wir noch was. Das ist ein Lachs. Das ist ein Lachs. Pink fluffy unicorns are dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns are dancing on rainbows. Jagdpostmann, dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen. Dankeschön. Aber ich fange mal so kleine. 5,8 schon wieder nur. 5,8, aber wieder 7. Ich habe das Fenster auf und der Blitz hat 80 Meter vor mir eingeschlagen. Danach war es dunkel und jetzt riecht es verbrannt. Solange du nicht verbrannt riechst, alles gut, Raptor. Hör mal. Ne? Guck mal, ob das Hotel noch lebt oder ob das Hotel irgendwo fackelt. Sonst musst du da vielleicht mal raus. Nein, nicht, dass dir da was passiert. Wenn du einen Computer hast,
Braucht's halt nicht. Einfach sitzen bleiben. Was, wenn Computer ist? Ja, wenn du irgendwann am Spielen bist, dafür geht man doch nicht raus. Ich weiß nicht, könnte warm werden am Stuhl, ne? Ach Quatsch. Wisst ihr, wenn Ende Oktober Ultimate Fishing erscheint, das mal anspielen? Klar, aber ist das schon fest, dass Ende Oktober erscheint? Also wenn es rauskommt, werde ich natürlich, anzocken. Bin am See 3 bei R4 auf Karpfen am Angeln. Welchen Haken kann ich nehmen? Boah. Eigentlich alle. Eigentlich alle. Kannst du dir aussuchen. Schwarzbarsch wollen wir nicht. Halt nicht zu klein, ne? Aber wenn du so 5er, 6er Haken nimmst, dann bist du auf jeden Fall auf einer guten Wahl. Guten Wahl? Ja, guten Wahl. Bei Facebook ist ein Event von Ultimate Fishing. Start 30. Oktober. Okay. Ja, okay. Hab ich noch nicht gesehen, aber ich werde es auf jeden Fall anzocken, wenn's rauskommt. Hauptsache der Kühlschrank von der Minibar geht noch, genau, das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Solange der noch Strom hat, ist alles gut. Wie kann der erste schon eigentlich wieder 41 Kilo haben? Das verstehe ich schon wieder nicht, ne? Ich bin der Einzige in der Top 10, der noch keinen Fisch über 7 Kilo gefangen hat. Da ist schon wieder Schiebung hier. Vielleicht soll ich mal einen größeren Köder dran machen, oder? Jo. Vielleicht soll ich das mal machen. 2-0. Hausmeister Loot. Okay, danke schön für dein Loot. Max, willkommen zurück. So. Weiß ich, das irgendwie fühlt sich das von der Bissfrequenz her mega schlecht an. Aber ich bin trotzdem irgendwie oben dabei. Also irgendwie fangen die alle nicht so prickelnd. Aber das reicht halt auch nicht. Schade, dass die letzten 5 Plätze nicht eingeblendet werden. Wen hoffst du dir da zu sehen, Mowgli? Sag jetzt nichts Falsches. Dann stell mir vielleicht ein T-Shirt von dir. Was du machen, Max? Darmhirsch. Ich müsste mal neue machen. Joko, vielen Dank für dein Follow. Mit Rip. Rip-T-Shirt. Ein Rip-T-Shirt. Schwarzbarsch. Also ich fange hier nicht so viel, ehrlich gesagt. Ich bräuchte mal. Vielleicht muss ich mal echt den Köder switchen. Vielleicht muss ich echt mal den Köder switchen. Ich versuch's mal da vorne nachher. Wie ist eigentlich so die Beißkurve an dem Tag hier? Weiß wieder kein Mensch, ne? Na. Mehr als gestern, das stimmt. Wobei, habe ich eigentlich mehr als gestern? Zu welcher Zeit sind denn Trophies hier? Bis jetzt habe ich auch 4. Also ich sag mal so, solange du keinen siehst in der Liste, würde ich nicht davon ausgehen, dass einer beißt. Beißkurve geht zum Abend hin höher. Also ist jetzt aber eigentlich ist schlecht. Ist ganz schlecht. Ganz schlecht. Die ist sowieso ganz schlecht. Oh jo. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, aber warte mal. Also kannst du Glück haben, wenn du zufällig. Ja, und der zeigt halt auch einen wolkigen Tag an. Haben wir den wolkigen Tag oder gar nicht? Jo. Ne, wir haben Mischwetter. Und bei Mischwetter so. Ist nämlich, da wird immer besser und abends sogar richtig gut. Okay. Da wird richtig gut. Wann streamst du wieder R4? Am Wochenende wahrscheinlich.
bei euch allgemein niedrig. Morgen Samstag bist du nicht da, oder? Also morgen kannst du. Richtig, morgen bin ich nicht da. Morgen bin ich auf Geburtstag und Samstag habe ich sowieso, also Samstag habe ich sowieso keinen Stream. Außer wir sollten jetzt hier weiterkommen, dann. Aber ich weiß nicht, halt, ob ich da bin. Am Samstag, falls ich wirklich weiterkommen sollte. Darum müssen wir uns aber erst kümmern, wenn wir hier irgendwie weiterkommen. Morgen fällt auf jeden Fall aus. Waldmeisterbrause ist so lecker, ja. Vor allem Thüringen. Waldmeisterbrause? Warum nur Thüringen, Max? Ich fange nix. Ich bräuchte was. Sonntag PUBG? Nee, Sonntag wahrscheinlich nicht, nee. Ich werde Sonntag, denke ich, wieder in R4 reingucken. Gucken, was da geht. Russia Fishing 4. Oh, ich hab was. Das könnte ein Lachs sein, aber vielleicht auch ein Streifenbarsch. Nee, ist ein Lachs. Ihr habt einen Lachs gefangen. Woo, der fünfte. Lachs Nummer 5. Aber wieder nur 6,3. Oh, ich bin Vierter. Guck an, ey. Guck an. Da ist der Pantoffel auf Platz 4. Aber kein Fisch über 7. Das wird mir an das Genick brechen. Weil mit 10 Lachs komme ich nie weiter. Oh, das die Beste ist? Lol. Hab zwei Flüchtlinge in meiner Klasse, nichts gegen die. Das Mädchen kenne ich wenigstens. Deutsche Junge nicht. Ja gut, wenn die. Guck mal, wie lange die jetzt vielleicht erst hier sind, ne? Müssen die auch erstmal lernen. Kommen gerade nach Deutschland. Wahrscheinlich gerade erst hier. In der Schule. Die haben ja da kein Deutsch gelernt, logischerweise. Hier, Rocket Rock, Robbenklopfer ist wieder da im Chat bei mir. Gerade vermuten. Welchen Köder verwendest du, Conti? Immer noch denselben. Echt? Ja. So, ich muss also zur Nachtschicht. Ich würde lieber hierbleiben. Viel Spaß noch. Comic. Ich wünsche dir eine gute Schicht. Ich hoffe, es wird nicht so anstrengend. Viel Spaß auf der Arbeit. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Müssten wir wieder mehr machen, aber so gelacht. Mowgli, was hast du denn hier gelacht? Wir haben gestern Chicken da geholt. Ich hab's gerade erzählt, ne? Ich weiß nicht, ob du dein zugehört hast oder so, ne? Nico 7 Kills, ich 8 Kills, Tim und Nadine zusammen auch einen halben Kill. Also, das lief. Ne? Aber richtig also, gut sagen Chicken wir mal geholt. So. Aber richtig gut Chicken geholt. 3 Kills gingen auf mich, die habe ich schon low geschossen und Franzi hat nur den letzten Kugel getroffen. Und meint dann wunders. Ach. Ja, man muss halt auch zur richtigen Zeit schießen, ne? Nice, ich habe einen Streifenbarsch. Oh, ich habe schon wieder einen Fisch hier. Was habe ich jetzt? Oh, Dingensbarsch, da werden sie gegengeflogen. Wo ist Jumphead? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, wo der heute ist. Hat sich wahrscheinlich am letzten Turnier gedacht, ne, habe ich keinen Bock mehr drauf. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Aber alle offscreen, oder? Wie, offscreen? Offscreen? Das schicken die da gestern, oder was? Ja, das war gestern offscreen. Haben wir gestern nach dem Stream noch geholt, in der letzten Runde, die wir noch gespielt haben. Eben, wir hatten gesagt, wir machen noch letzte Runde. Und dann haben wir getryhardet. Da hat der Pantoffel SKS gefunden, mit Schalli und achtfach. Ah, hat er rasiert. Eine Runde einfach noch AWM, damit hätten wir fast das Chicken geholt, aber war ich leider allein am Ende dann. Was ist, du warst tot. Nee, ich war alleine am Ende. Ah ja, stimmt. In der anderen Runde hast du uns alleine gelassen. Ja, das kann mal passieren. Ne? Nee. Wenn du nicht wieder vorgelaufen wärst, wäre alles gut gewesen. Vorgelaufen? Wohin? Ja, du bist links zu den Häusern gelaufen. Oh, ich hab schon einen Lachs. Was für Häuser? Die roten, an dem Baum. Ach, Charles, als die Endzone war. Ja, aber ich war halt auch links. Ich kam nicht mehr rum. Sonst wäre ich halt den Arme gelaufen, die sind gekreuzt. Pantoffel ist Zweiter. Easy peasy. So. Aber wie, guck mal, wie kann der Erste eine 53 Kilo haben, ey? Mein Mowgli. Mein krassesten Vorsprung. Aufpasse. So fängt dem das Märchen an.
mein Erster, der ist doch. Er ist am Schummeln. Der Mogli möchte mal 7 Tage zum Strafsee. Der bettelt gerade. Oh, ich hab schon einen Fisch. Jetzt rennt aber. Aber das ist ein Schwarzbarsch. Hype! Ja, Ilja, ich fang nix. Ich hab denselben Köder drauf, grad nochmal was anderes probiert, aber. Ja, na, ich hab halt den Köder drauf, den ich neulich im YouTube-Video angeguckt hab, ne? Ich auch. Ich hab gedacht, der wird schon laufen. Den hab ich mir auch angeguckt. Das war das aktuellste Video, was ich gefunden hab. Und ich ist doch, komm, wird schon klappen. Die Schule war voll sinnlos mit meinem Klassen. Was? Hab nur mit meinem Klassenkameraden gelacht. War so lustig heute Unterricht. Von dem besten Lernen heißt Panty Fishing Planet schaut. Genau. Aber ich frage mich echt, was da schief läuft, dass der Erste so viel hat und alle anderen sich so schwer tun. Wobei, weißt du, das eine Turnier mit den Saiblingen, wo die dann die Unis gezogen haben oder was das war? War das Saibling, ja, ne? Die waren ja auch als Einziger da. Aber der hat halt auch noch keinen Trophy, der hat halt seine 8-9 Fische wahrscheinlich. Aber alles Große. Hat jemand schon Nadine oder Tim was fangen hören? Ja, die haben auch schon was gefangen. Sie steigern sich langsam. Ich gebe mein Bestes. Nicht aufgeben, Nadine. Ja, aber den Köder, den du ja hast, der läuft bei mir nicht. Ja, musst du den anderen nehmen. Dann ist halt PP. Hex confirmed, ja. Kann ich dir sagen, falsche Auswurfecke. Wie? Ich oder was? Ich wechsle doch immer. Ja, der fängt da wahrscheinlich. Oh, guck mal, jetzt ist hier der Pascal auch schon da oben. Wahrscheinlich steht der echt am Steg irgendwo. Also vom Steg aus habe ich eben probiert, da geht gar nichts. Ich habe wieder einen Fisch. Aber wieder ein Schwarzbarsch. Wieder ein Schwarzbarsch, den wir nicht haben wollen. Ich habe vorhin immer Was soll es Richtung heißen? Richtung Steg geworfen. Von hier aus Richtung Steg. Also quasi am. Da wo ich auch schon hin. Mein Deutsch heute. Da wo ich gerade auch schon hingeworfen habe, oder was? Also hier, warte. Ich werfe damit hin. Da habe ich gerade auch schon so 2, 3 gefangen, ne? Was ist das hier? Da an dem Dings hier vorbei halt. Oder, oh, guck mal, ich habe hier nochmal. Oh, wieder so ein Schwarzbarsch. Toll. Wieder so ein Schwarzbarsch freilassen. Ach, da hinten im Steg. Okay, ja gut, ich habe jetzt gerade da hingeworfen. Du hast wahrscheinlich dann so da hingeworfen. Steg, Ende Übergang zum Schilf. Okay, ja gut. Ja, da habe ich dann auch. Ja, da habe ich gerade halt einen Meter weiter links geworfen. Was hast du für einen Köder dran gehabt? Ich versuche halt die Spots immer häufig zu wechseln, damit ich hier nicht. Einer am anderen. Oder ein Spot Totangel. Totangel. Mit 5 Fischen. Ein Zug habe ich auch, da läuft es aber nicht so. Aber den bringst du auch nicht. Okay. Das gibt es doch nicht. Gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Ja, ist hart irgendwie. Oh, ich hab was? Ach, schon wieder ein Schwarzbarsch. Können wir ein Schwarzbarsch-Turnier machen? Mensch. Kannst du in der Call of Wildstock? Haben wir gestern gemacht. Carrot, haben wir gestern gemacht. Heute leider nicht. Heute müssen wir die Quali spielen von Fishing Planet. Können wir nicht einfach aussteigen? Das geht ja nicht. Das gute Aldi-Wasser, so ist es. Quellbrunnen. Quellbrunnen.
Okay, danke schön. Danke, werde ich mal versuchen. Ich verstehe für heute. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und euch auch noch viel Glück. Jimmy, einen schönen Abend wünsche ich dir ebenfalls noch. Danke, dass du da warst und danke für die Glückwünschversuche. Bis zum nächsten Mal. Habe ich gesehen, Unlimited. Habe ich gesehen. Ich werde es gleich mal tryen. Meine Freunde gehören nicht zur Pink of Unicorn Army, die finden das blöd und finden die auch blöd. Ja, hast du falsche Freunde, Max. Ja, da sage ich dir ganz ehrlich, da musst du halt neue Freunde suchen. Ja, ganz klar. So, war ich ein bisschen PUBG-Fische. Haben sie neu reingepatcht. Heute kam der wöchentliche Patch raus. Und da gibt es auch Fische. Aber einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir ebenfalls. Flushy Boy. Wer kennt das Dorf Repke? Ich nicht. Kann nur irgendwo in Osten oder in Bayern sein. Mein Stream ist auf PUBG gefleckt? Oh, ernsthaft? Ja, oh, fuck. Tatsächlich, das sollte ich vielleicht ändern. Nur so dezent. Kennst du Garnkirchen? Ich habe mich schon mal gehört, ja. Aber auch nur, weil ja, der Name ist. Garnkirchen ist doch hier. Keine Ahnung, wo das ist. Ich kenne nur den Namen. Schalke. Nee, das ist Gelsenkirchen, Tim. Ach nee, Galt. Ach stimmt, Galt. Ist hier aber Heinsberg. Schalke sagt er. Ja, das ist Gelsenkirchen. Ja, oh, das ist. Nee, hier bei Heinsberg ist Gelsenkirchen. Fishing Planet, da sagt ihr was, Jungs. 28 Zuschauer aktuell. Das kann mir nicht sein, wa? Ihr habt doch zusammen keine 28 Zuschauer. Ja. Also ihr eben mehr. Ja. So, jetzt sollte auf Fishing Planet stehen. Gleich kommt die Twitch-Polizei hier an. Die denken sich auch dann, ah, Pantoffel, gerade Partner, mein Ock kann sich alles erlauben. Ja. Oh, das 58 kommt schon Viewer. Eher. 60 Viewer jetzt, sorry. Jetzt geht's auch nach oben, ne? Die haben alle gesagt, ich zock PUBG. Willkommen zurück, Raptor. Hänger. Und keiner deiner Viewer sagt dir was, dann muss der liebe Flaschkumpel dir das sagen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Da war ich schon, da wurden Bekannte von uns. Wenn ich dort bin, besuche ich den. Jetzt alles klar, perfekt. Perfekt. Dann sind wir jetzt auch im richtigen Spiel. Nicht, dass wir da hier heimlich PUBG spielen. Ja, hab ich gar nicht mit, ey. Nee, ich würde zum Karpfenparadies fahren. Krass, die alle mit PUBG abgeschreckt. Hauke, die müssen dann wissen, dass ich da voll den Skill habe. Lohnt es sich dort zu angeln, wo du gerade bist? Boah, aktuell bin ich Fünfter, also ganz verkehrt kann es nicht sein, aber ganz gut auch nicht. Sonst wäre ich Erster. Oh hier, der Packhalle, der hat auch raus, wa? Der hat das auch raus. Ich meine, es kam heute ein PUBG-Upgrade und PUBG als Angriffsmodulator. Ja, stimmt, es kam heute ein Update, ja. Da gibt es gar keine Störgeräusche. Gibt es heute? Heute gibt's gar keine Störgeräusche. Hast du bei dir geschrieben, oder was? Ne, bei dir. Bei mir? Jo. Wo denn? Achso, hast du was denn eigentlich genannt, oder gibt's gar keine Störgeräusche? Ich bin da. Die hat heute halt nicht so viel zu sagen, weil sie noch nicht so viel gefangen hat. Na, ja, sonst hörst du dir ja... Redefluss. Ich hab immer Redefluss, Nadine. Muss ja Leute unterhalten. Ne? Das gehört zum Stream dazu, Nadine. Ja. Ne? Möchtest du mal Story? Unterhältst meine Leute mit. Ja, möchtest du mal Story erzählen, Nadine, von heute? Was hast du also gemacht? Erzähl doch mal.
Ich hab Rush-Affichen gestreamt. Oh, nice. Und PUBG gespielt. Und PUBG gespielt. Und ich hab da ein Trophy gefangen. Mal gucken, dann nochmal. Eine Seeforelle. Eine Seeforelle, genau. Ja, GZ hör mal. Na? Ja, das war's, oder was? Oder was noch? Ja, ja. Nee, das ist so. Zu den interessanten Dingen gehörte das. Ja, und ich sonst? Ich hab natürlich gefrühstückt, gegessen und eben auch gegessen. Und jetzt endlich esse ich ein paar Mandeln. Guck mal, ihr seid ja auch am Steam Room essen, ne? Ich hab heute erst ein Brötchen gegessen, weil ich nicht mal Zeit hab zum Essen. Achso, und ihr sitzt da, seid am Essen. Ja, ne? Ich hab's Essen abgebrochen. Wer ruft mich denn jetzt hier an? Ich. Nee, meine Eltern. Kann ich jetzt nicht. Ich. Soll mich in Ruhe lassen. Ich war gerade zu Hause. Ich war gerade da. Wie geht das mit den Switches? Auf Z. Ich fand ja eine Stadt, die am Wasser ist, wäre ja schon gut zum Angeln, aber Problem ist, wenn man in blaue Zone kommt. Jetzt hat die Garantie, du Schlingel. Rocket, dankeschön für deinen Loot. Ich werde langsam durchgerutscht. Durchgereicht, so ist richtig, ne? Ja. Ich schalte nochmal ein. Ich auch. Oh. Jetzt seid ihr gleich 6,7. Da. 6,7. Oh. Lohnt es sich dorthin zu reisen, wo du gerade bist? Geht so. Komm mal, was du für ein Level bist. Nix haben wir hier. 36. 36? Kommst schon nach Alaska, oder? Ist das ab 38? Das ist, glaube ich, nach Alaska sogar gekommen. 38, ja. Ehrlich? 38. Aber ich glaube, Michigan lohnt sich mehr als das. Ja, Michigan kommst du auf jeden Fall hin. Das lohnt sich definitiv mehr. Mit dem Köder habe ich nicht so viel Glück. Linux, einen wunderschönen guten Abend auch dir. Herzlich willkommen. Wo bist du gestern gelandet? Du warst gut dabei, oder? Oh, ich hab was. Nach Dortmund reisen freiwillig. Klatzottelhase. Mein Mogli möchte dich da hinziehen. Nach Dortmund? Ja, warum auch nicht? Ach, nein. Da muss das Störgeräusch aber mit. Nee, dann bleib lieber weg. Ach, Streifenbarsch. Achter, GZ, Linux. GZ. Mein Mogli hat mir das schön geredet. Er sagt nett. Besseres Internet. Was hat er gesagt? Gute Nachbarn, besseres Internet. Ja, hat er recht. Kann ich nur bestätigen. Dann habe ich ihm gesagt, der Panty fliegt auch immer raus. Ja, aber das liegt halt auch an dem Bau hier. Ist ja nicht mehr der Jüngste. Zum Glück mache ich es Michigan am besten. Und am besten verbrennen kannst du es in Alaska. Ehrlich? Warum in Alaska? Ach, und dann doch noch aus den Top 20 geflogen? Ach, Linux, ich dachte, du bist weiter. Mensch. Das ist immer so. Du bist ja gut dabei und dann zack, bist du doch raus. Ärgerlich. Erst vergessen die Bremse bei meinem Model 1 Match zu machen und knack kaputt. Wie, du hast die Model 1 geschrottet? Und dann hat er gleich zwei Fanglaser gekauft. Ah, Fatih, hör mal. Was machst du denn für Sachen? Ein bisschen Wodka vorher trinken, hast du ruhigere Hand. Gereki, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen im Stream. Oh, haben wir was? Habe es ja nicht weit nach Dortmund, aber die 80 Kilometer sind ein guter Abstand. Was haben wir denn da? Ein Lachs. Wieder mal wieder Zeit, bin schon wieder rausgerutscht hier. 6,1 Kilo, geh doch weg mit dem. Wie viel Kilo hast du denn? 42,9.
Aha. Aber halt nur nichts über 7. Ja, ich habe 2, aber über 7. Beide über 7? Ja, siehst du? Und das ist halt der Unterschied, Nadine. Du willst einfach in der zweiten Stunde die Fische alle fangen, ich stehe dann wieder unten da. Pink, Fluffy, Unicorns, Dancing on Rainbows. Tjerki, dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen. Dankeschön. War sehr eng, die Top 20 waren alle 50 Kilo und höher. Und ich hatte 48. Besser als ich. Ich hatte nur 4 Fische in Linux. Von daher, sei froh, dass du auch Fische gefunden hast. Die Spotsuche hat sehr lange gedauert. Wie gesagt, ich habe die, glaube ich, nie beendet. Wie kann der erste schon 67? Guck mal, der hat schon 6x7er Schnitt. Mhm. Oh. Das kann ja nicht sein, sowas. Der hat schon seine 9 Fische. Überleg mal, in einer Stunde. Der weiß, wie der Hase läuft. Das ist ein Fishing Planet sucht die, so wie wir an R4 sucht die sind. Ich habe, glaube ich, schon 3 Tage nicht mehr in R4 reingeguckt. Ah doch. Tja. Die Kinadi-Spot zum BD-Köder, ja wahrscheinlich. Was man von uns nicht behaupten kann. Alle Spots kennen wir auch. Ja, aber gibt bestimmt noch einen besseren als den hier. Lol, 69, ey. 69. Was sollte man mit Level 30 machen? Mit Level 30 kannst du auch nach Michigan. Zum ersten Mal, glaube ich. Ich halte sie ab 30 frei, aber ob das man sonst. Boah, keine Ahnung. Bist du krank? Nee, ich habe im Moment leider wenig Zeit. Meine Eltern, ey. Mein Anruf hat sich erledigt, brauchst dich nicht melden. So löst man das auch. Genau, Hechtefarm ist, glaube ich, das Beste so. Muss ins Bett, Max. Ach, das ist morgen wieder Schule, ne? Stimmt. Aber morgen ist dafür Freitag, das Wochenende, dann ist es halt so schlimm, ne? Morgen überstehst du auch noch. Also, komm ins Bett, schlaf gut und viel Spaß morgen in der Schule. Das sind hier mal, was sind ja, die haben alle so Top-Secret-Spots, glaube ich auch. Nicht die, die jeder Bauer kennt. Aber ich fange auch nicht so viel, ehrlich gesagt. Also irgendwie läuft das nicht so. Wie viel Kilo habt ihr denn so? 14. 22. Oh je. Oh, 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 oh. Aber jetzt bist du mal was besser, ne? Ich hab was gesagt. Die ist da nicht, direkt so gereizt. Was hast du denn? Nur weil sie mal unten steht? Die arme Nadel. Nein. Ne? Oh, da hab ich ja direkt Mitleid. Ich schwimme am Sonntag, ja, Rocket, ja. Kaum ist Dennis nicht da, herrscht Anarchie bei R4. So ist es. Ich fand nichts vom Bauwagen. Sind da nicht nur Dingens hier? Wieder eine über 7. Guck mal, die Nadel, ne? In der ist wieder Erster und dann sagt sie wieder die ganze Zeit so, ah, ich bin hier oben und wo seid ihr so? Ne, aber wie ich sag das mal. Dann ist der Pantoffel böse. Du darfst das. Dann ist der Pantoffel böse. Siehst du, in meinem Chat sagen sie auch schon einmal besser als Nadine und schon ist er abgehoben. Ja, ist ja richtig so. Muss ich ja auch. Steig Mitleid für Nadel, genau. Nadine war doch auch gut am Anfang dabei. Ich komm von hinten. Das möchte ich jetzt nicht kommentieren. Das will ich nicht kommentieren. Na, ich glaube, der andere Köder war besser für mich. Irgendwie fange ich mit dem hier nicht so. Ich versuche mal noch was ganz Verrücktes. Ich ihn finden würde.
Hell Seven, einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen. Ein Spruch. Was? Da mit dem von hinten oder was? Oh Gott, ey. Ich darf das als Frau nicht sagen, sonst fühlen sich die Männer bedroht. Was darfst du nicht sagen? Dass ich von hinten komme. Nee, das klingt immer falsch, Nadine, egal wie du das sagst. Den Satz kannst du generell nicht sagen, auch als Mann nicht. Hast du gewusst, dass du Michigan Lachs auf dem Single Spoon silber-schwarz gebissen hat? Hat mir gestern, wer hat's gesagt? Lobo, glaube ich. Ich glaube, Lobo hat's mir gesagt. Und ich habe die jetzt auch eingepackt sogar. Ich habe die sogar eingepackt, tatsächlich. Aber ich weiß nicht, vielleicht können wir gleich mal versuchen. Ich meine, aktuell fange ich eh nicht so gut. Mini-Biene, einen wunderschönen guten Abend auch dir! Jetzt muss ich mich ja benehmen, ey, scheiße. Lol, kurz Hundesteuer. Als Mann schon zweimal nicht. Ja, genau, ich hatte sogar gefragt, glaube ich, mit was du angelst, Linus. Und da hat er gesagt, dass du den Singles-Boon hattest, glaube ich. Wieder mit Frischköder am Spin. Klar, Flash. Was sich einmal bewährt hat, ne, das muss man auch durchziehen. Und die Nymphe Rot am Bleikopf. Die habe ich gestern auch versucht. Ich habe, wie gesagt, ich habe viel mit der Nymphe gestern geangelt, weil Nandini ganz damit was gefangen hat, aber bei mir ging da gar nichts mit. Das war tote Hose. Nein, eher, ich habe noch keine 10 Fische. Wer hat das schon, außer der Erste? Schon 10? Nee, auch noch nicht, ne? Aber noch lange nicht. Ich glaube, wenn hoch, habe ich 6. Ne, nicht mal die habe ich, glaube ich. Oh doch, ich glaube, ich habe sogar 7. Ich weiß nicht, 6 oder 7 habe ich. Na, Tim, wie sprichst du mich heute aus? Ruvi, ich habe dich doch eben schon begrüßt. Du warst ja schon bei mir. Irgendwie 10 ab, da hat der Singles wurden. Okay, aber bei mir ja gar nichts. Aber Singles wollte ich auch gar nicht mit. Na Gott sei Dank, nochmal ein. Ich fange nur Streifenbarsche. Nochmal einen über 7. Geht doch. Hey Nadel, ne? Die hat wieder den Random-Faktor einfach auf ihrer Seite. Das ist halt die Scheiße, da steckst du nicht drin, ne? Nadel fängt halt 10 Fische mit über 7. Ein Kartoffel fängt 10 Fische mit 5. Da kannst du nichts machen. Und Tim fängt 2. Kann man in Videos ja sehen. Hast du auch ein Video für Dingens hier? Ich habe heute nach einem Video von dem Shinuki gesucht. Aber da habe ich nur irgend so was Altes gefunden. Ich habe auch noch mal einen Lachs hier dran. Boah, 7,9, ey. Pah. Zack. So. Damit habe ich jetzt auch... Ach, der Wild Horse hat noch einen schweren. Schade, ey. Schade. War das schon ein Trophy? Nee, ne? Nee, Trophy gibt's hier noch nicht. Die beißen ja heute gar nicht. Zumindest noch nicht. Wer weiß, was in der zweiten Stunde kommt. Hat ins Gesicht. Leider nicht. Dankeschön, L7. Ja, man hilft, so ist es. Ich fange hier gar nichts. Scheiße, hier sind gar keine Fische drin. Hast du immer noch 2? Ja. Tim, jetzt guck doch mal rüber auf den Monitor, die macht doch irgendwas anderes wieder. Ja, weiß ich. Ach, guck mal, jetzt weiß ich auch, warum ich gerade den Großen gefangen habe. Ich habe den Köder gewechselt. Was hast du denn dran? Alu-I-Bim ist 1 Fuchs, denselben nur in größer. Den gibt's nicht noch größer. Den gibt's größer. 6-0 ist größter. Ja, ich habe ja ganz am Befino geangelt. Hab ich so. Ach so. Auf die Kapitalen. Du hast eben gesagt 6-0 bei dem 3. Ich habe gesagt,
Es gibt noch einen 6-0er, wollte ich nur so anmerken. Ich habe nicht gesagt, dass ich den dran habe. Ach so. Hab nächste Woche endlich Urlaub. Wurde schon 7 Wochen verschoben. Lol, was? Will ich einfach Urlaub verschieben? Dankeschön für dein Loot, Hellseven. Ja, Ruvi, ich probiere es. Der Juxel ist 8er, ey. Die Stasi ist 6er. Was ich nicht verstehe, ne, dass die das bei solchen Spielen nicht hinbekommen, einfach mal eine schwarze Umrandung um die Schrift zu machen. Grausam, ne? Das kriegt kein Spiel hin, das kriegt R4 nicht hin, das kriegt Fishing Planet nicht hin. Das ist... Das einmal eins... Warte, dann lernst du mal programmieren. Sichtbarkeit. Und keiner kriegt auf die Kette. Stopp den Ionic. Den Streifenbarsch wahrscheinlich. Boys, einen wunderschönen guten Abend. Boah, das war hart am Lecken, Tim. Nee, ein Rotlachs. Ja, Königslachs. Rotlachs, das wäre geil gewesen, ey. 7,7. Was hast du für eine Route, dass der bei dir so abgeht? Die ganz dicke, 21 Kilo. Aber schon 0,6er Schnur drauf, wa? Ne, 0,55er. Also, okay. Okay. Aber ja schon mal interessanter als gestern, ne? Ja, ich fange zwischendurch schon mal Streifenbarsche. Was, mega Kopf? Was für ein Kopf? Kaffel, einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Ovi. Ich bräuchte ein paar Fischlein. Aber die beißt halt wieder immer besser, ne? Von daher. Ja. Müsste das ja passen. Ich habe jetzt 7 Stück, glaube ich. Die 3 werde ich wohl noch fangen. Da haben wir nochmal ein 7-7. Boah, die Nadel ist richtig unverschämt, ne? Mhm. Jammert da rum. Ich hab nicht gejammert. Ich fang nix. Oh, Pantoffel ist einmal besser. Oh, Panti. Abgehoben. Jetzt bist du wieder gekränkt, ne? Nee. Nadel, ich. Nadel ist schon auf 15. Ich wiederhole nur die Fakten. Ich wiederhole nur die Fakten, die du mir eiskalt an den Kopf wirfst. Eiskalt? Also ich habe auch Gefühle, Nadel. Ja, aber ja, ich weiß. Das berücksichtigt ich habe ja auch nur gesagt, dass ich einen Fisch habe für meinen Stream. Naja, das war ja nicht. Jetzt das nicht hast du hast es extra gesagt, um mir das auf die Nase zu reiben, Nadine. Weil dein Stream, der sieht das. Na? Ja, und ich wollte das einfach nochmal betonen für dich. Ja, ja. Da musst du das Gewicht aber nicht so betonen, so. Oh, 7,7. Party aber auch nur den ganzen Tag rum. Aber mir regt das nix. Ne, das ist das ja. Weißt du, andere kriegen dann die Fische hinhergeworfen und ich jammer und da beißt nix. Das ist ja das Schlimme. Ne? Das ist ja das Schlimme. Roke, danke schön für dein Loot. Pink, Fluffy, Unicorns, Dancing und Rainbows. Ja, willst du mal Papier auf deinen Kanal bringen? Ne, auf dem Kanal nicht, ne. Also hier im Stream schon, aber auf dem Kanal nicht. Vorhin nicht so früh, worüber soll ich mich freuen? Über ein Ergebnis hier? Ich habe einen Fisch mit über 7 Kilo. Da das nicht reicht, ist mir schon bewusst, Kovo. Das wird schon nicht reichen, aber ich will wenigstens 10 Fische fangen, damit wir mehr haben als gestern. Die Nadel schrieben auch Karpfenangler, das ist richtig. Du musst einfach Multi eingeben, dann kommst du zu dem Multi-Twitch-Link. Das hast du schon eingerichtet? Gestern schon, Nadine. Wow. Ich auch. Tja, du nicht, war Nadine?
Nein. Ach, siehste, abgehoben. Tim, lass alleine streamen, die möchte uns nicht unterstützen. Ne? Oh, Nadine, natürlich. Nadine, du weißt, Support ist kein Mord, ne? Ja. Und wir, ne, haben hier alles eingerichtet. Ja. Und das läuft nicht. Wir, er sagt wir. Ja, wie? Antje und ich. Ja, Tim und ich. Was? Ja. Ja. Was ja? Ja, Opa, ich hab gedacht, das ist schon gut. Ja, Olli, da hast du recht, ich bin heute Bartschflüsterer. Boah, man merkt, es sind Ferien, ne? Ich hab schon geregelt, Rocket. Ausrufezeichen Multi, ohne Y, mit I, Jungs. Ausrufezeichen Multi mit I. Oh, schon wieder ein Spinner bei dir. Naja. Ferien. Zeit. Kein Problem, Rocket. Ich weiß ja, dein Tablet und so. Oh, scheiße. Jetzt bimmen sie alle Multi. Multi. Hat aber einen Cooldown, geht immer nur einmal. Jetzt haben die ersten alle so über 70. Jetzt bräuchte ich was. Oh, am PC, Rocket! Premiere! Premiere. Ja, weil er jetzt... Ja, Rocket, der nimmt seinen Job jetzt ernst als Hausmeister, ne? Lobofatal. Vielen Dank für dein Follow, Herr. Lobofatal? Lobo. Tommy. Ja. Ja. Sonst kommt ihr gleich wieder und sagt, hier, der Tim nennt mich Viking. Ne? Nadel? Ja. Also entweder du kürzt nur den Anfang ab, oder du liest das halt richtig vor. Ja, aber er wusste doch, wer gemeint ist. Lobo ja, und das ja, Ende dann, ja, das hat Tim gestern auch versucht bei Ruvi. Da hat das auch nicht geklappt. Also nochmal, Lobo. Herzlich willkommen im Stream und vielen Dank für dein Follow. Du bist gut, Nadel. Hast du gut gemacht. Oh, danke. Weiter so. Das Tier wird noch eine ganz große. Rock, hallo, Karpfenangler. Da muss ich aufpassen. Ja. Ich bin bekannt. Wie lange streamst du? Bis 22 Uhr, bis wir durch sind, denke ich mal. Wobei, nach 22 Uhr dann schon, ne? Viertel nach 10 Uhr. Karpfenangler, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön, Linux. Dankeschön und Dankeschön auch für dein Loot. Guck mal, ich habe noch einen Lachs gefangen hier. Meine Nummer 8 mit 6,5. Größere Köder bringt einen Scheiß, bringt das. Yes, ne? Wie heißt dein Nieskanal? Guckst du in den Link, der oben steht? Der dritte Name in dem Link ist Nadines Kanal. Guckst du da? Guckst du da? Guck mal, wenn ich jetzt noch zwei Fische fange, ne, dann hätte ich. Dann wäre ich meilenweit vom ersten entfernt. Ja. Ich bin noch meilenweit entfernt. Ich hätte dann so 70 Kilo ungefähr, glaube ich. Je nachdem, was das für Fische sind. Kann nicht sein. Ich muss schon 8 Fische haben. Ein 9. Ich habe doch keine 7er Schnitt gefangen. Ich habe locker 9 Fische schon. Du kommst zu Geburtstag aus Logitech G27. Was ist das? Ein Lenkrad oder was? Jo. Ich blick da nie so durch. Die heißen alle G, die Logitech-Dinger, oder? Kamera, Lenkrad. Nee, Kamera nicht, aber Lenkrad. Tastatur. Ja, das ist aber ein Lenkrad. Und dann geht's rund auf den Acker? Oder was ist da los? Hallo? Kommt die Frau nicht immer zuerst? Spirulino, einen wunderschönen guten Abend. Die Frau ist am Ende erst da. Aber in der Zwischenzeit dürfen wir auch ruhig vorgehen. Wir machen quasi den Weg frei. Tim ist die Nachhut. Wir beschützen Nadine so ein bisschen. Ne? Nadine ist halt gut behütet bei uns.
schön im... Nee, ich sag es nicht Sandwich, sonst denkt ihr wieder alle was Falsches. Ach, schon wieder ein Streifenbarsch. Karpfenangler, du hast das letzte Mal vergessen, dein Mikro auszumachen. Weiß ich nichts von. Passiert einfach. Aber ich hatte schon 10 Fische, aber ich hatte noch einen Streifenbarsch drin. Echt? Ja. Also ich habe auf jeden Fall schon 9 Lachse gefangen. Das heißt, mit meinem 10. Lachs bin ich bei so grob 63. Quatsch, ey. Nadine mit dem roten Köder. Oh, die Nadel. Mit der habe ich gerade auch schon geangelt. Aber mit dem war das nicht so gut. Ah, ich hatte es mit so einem roten Crankbait gerade mal dran. Welche Petze war denn jetzt bei dir? Tja. Nadel. Ich habe halt auch meine Spione überall, ne? Leon. Ja? Hallo Linux, ich glaube, du warst das, ne? Nein. Nee, Linux war das. Wer denn? Tim. Leon. Hallo, der ist im Zeugenschutzprogramm. Ihr dürft den Namen nicht öffentlich sagen. Klar, da bestimmt. Wer spionieren geht, der wird öffentlich gesteinigt. Ich weiß. Sorry, Linux. Leon war's. Wieder ein Delay von 30 Minuten. Guck, am PC hast du kein Delay, oder? Nur für ein Tablet. Soll ich mal versaut sein? Was ist das für eine Frage? Kommt die Frau nicht immer zuerst? Kann man ein bisschen falsch verstehen? Erscheint. Das ist das richtige Wort. Ich bin Oberrentnerschutz. Genau. Dein Enkel braucht dich noch. Linux, vielen Dank für dein Follow. Dann hoffen wir, dass wir noch den Panty überholen. Das sollte nicht so schwer sein. Ah, doch. Der ist nämlich nur noch 10er. Also zumindest gerade im Moment nicht. Tja, ich fange aber nicht weniger. Ja, nicht mehr. So ist richtig. Gar nix geht hier. Der Karpfenangler mag meinen Song. Den Follow-Song. Pah. Der ist auch mega. Fremdgeher. Lief mal links vom Bauwagen in die Ecke. Oh, ich hab einen Fisch. Ich hab einen Fisch, ist sogar ein Lachs. Mein 10. Lachs. Juhu! Jetzt heißt es nur noch verbessern. Jetzt heißt es nur noch verbessern. Oh, guck mal nochmal, 7,2 hier. Zack. 9. Toll, hab ich um einen Platz verbessert, ey. Links vom Bauwagen in die Ecke. Wie, das ist die da oder was? Da habe ich schon ein paar Mengen geworfen gerade. Meinst du die? Oder wo? Wollte man das zu Bauwagen? Muss da sein, ne? Muss da sein, let's try. Alle zweideutig hier, alle Schlingel, Rocket. Alle Schlingel. Ich wollte mich auch mal auf meinen Stream vor. Alles klar, Linux, viel Spaß beim Stream. Und viel Glück in der Runde beim Angeln. Flash, einen wunderschönen Abend wünsche ich dir noch. Schön, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Unicorn Army. Hashtag Unicorn Army. Na, da bist du denn schon im Bereich der Top 10? Ja, ganz oben. Ja, wie? Gerade was 15. Ja, aber ich rutsche mal weiter ab, weil ich ja gerade nichts fange. Ah, und was ist mit dem Tim? Jo. Ja, läuft. Und wie viel hast du schon? 3? 3. Ehrlich? Ja. Tim, war das denn für Köder dran? Das selben wie du, wenn du die Wahrheit sagst. Ich habe ja wieder geändert. Ich habe jetzt den 6-0 dran. Den habe ich schon die ganze Zeit dran. Den habe ich schon die ganze Zeit dran. Achso, ja, mit dem fange ich auch nicht so viel. Oh, ich habe jetzt 3 Fische mit dem gefangen. Karpfenangler in Real Life angle ich selber nicht, aber ich mache meinen meinen Angelschein noch. Derzeit baue ich immer nur die Köder und experimentiere rum und der Tim muss drunter leiden. Tim angelt mit dem blau-weißen Crankbait. 5x5 Meter, 5 Haken. Guck mal, Tim, ich kriege hier Fehlinformationen von meinen Zuschauern. Das stimmt doch gar nicht. Tim hat bestimmt an. Ja, Tim ist am Heck. Tim, also entweder hast du jetzt gelogen oder Ruvi hat gelogen. Also ich hatte bis gerade den 3,50 Meter 4-0 dran.
Ne, 6-0. Und jetzt habe ich den 4-0 dran. Lustig wäre auch gewesen, wenn du das tatsächlich so ein 5,5 gibst, auch gar nicht, oder? Ne. Und 5-0 Haken auch nicht. Ja, Cem ist mein Versuchskaninchen. Aber das macht ihm gar nicht so viel aus. Glaube ich. Er sagt nichts. Kein gutes Zeichen. Lass mal jetzt einfach mal so stehen. Das ist kein gutes Zeichen. Nadine streamt auch, ja, Raptor. Oh, der kriegt das allerdings mit. Leute, der dritte Link in der Beschreibung. Wenn ihr auf Ausrufezeichen Multi geht, da ist Nadines Kanal. Tim, die fragen alle nur nach Nadine, nach dir fragt gar keiner. Nö, mich guckt ja auch keiner. Ja, hab ich vergessen. Sorry. Hab ich vergessen. Bei mir hostet sie nur. Lol. Wer hostet? Du, angeblich. Wen? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich wollte hosten und war überfordert damit, weil es mir noch keiner gezeigt hat. Dann habe ich das einfach geschlossen und gedacht, okay. Hashtag dann host, nicht. Leerzeichen den Kanalnamen in den Chat. Ja, jetzt weiß ich das auch. Okay. Hallo, Rocket. Hausmeister geht fremd. Wow. Geht ja gar nicht, Rocket. Anmod. Willkommen im richtigen Chat. Willkommen im richtigen Chat. Bin noch hier, ja, Rocket. Schlingel, ne? Hör mal. Ich krieg das mit, wenn du fremd gehst. 54er Platz am Ende. Ja. Das, so wird man auch durchgereicht, ne? Das ist echt krass. Also, ist echt krass, wenn du da nicht Erster bist in den ersten 2 Stunden, hast du eh verkackt. Sie hostet bei dir nur, Tim? Bei mir hostet sie nur Tim. Vielleicht auf dem anderen Kanal? Hast du das? Wobei, nee, wenn ich weiß, wie er hostet. Bei dem anderen Kanal habe ich Automatik-Hosting eingestellt. Ja, guck. Ja, wahrscheinlich bist du auf dem Kanal, Raptor. Du musst auf den richtigen Kanal. Linale hat einen neuen Kanal. Wie gesagt, richtig. Der Name hat gerade hier Leons Opa nochmal in den Chat gehauen. Und wenn nicht, Multitwitch. Dritter Name im Multitwitch, Link ist Nadels Kanal. Ja, das ging ja nicht, dadurch, dass ich den Namen nicht mehr ändern konnte. Multistream Rocket, aber nicht den falschen Chat hier dabei anmachen, ne? Hör mal. Rocket. Nadine angelt mit dem gelben Mediumspoon. Dankeschön, Rufi. Rufi! Der Panty sagt auch nicht mit Wasser angeln. Ich hab's doch gesagt. Ich hab mal gesagt, ach, das stimmt doch nicht. Du sagst immer hier dein Fröschlein da. Heinz Rüdiger. Schaut mal einen. Heinz Rüdiger, genau. Ja, ich angle aber ganz fest mit Crankbait. Da siehst du schon meine Angelart, dass ich mit Crankbait angel. Ich gucke die ganze Zeit durch, weil ich zu faul bin, was anderes zu machen. Wollte Hallo sagen? Da ist gerade noch so erlaubt, Rocket. Ja, das ist gerade noch so. Hallo, Rapper. Guck mal, jetzt gehen's alle rüber, ey. Tim, gleich ja. Sind wir alleine. Hast du auch nur 3 Zuschauer, Tim? Ne, ein. Ein? Ne, 2. Ja, ich wollte gerade sagen, der Bot ist auch noch. Toffel Plays und Bot. Ehrlich, bin ich bei dir online? Jo. Du hast zumindest angezeigt. Vielen Dank für dein... Leckt Nadine bei dir aus? Ja, ich habe kein Wort verstanden. Ich habe gehört... Aber im Stream, ich war schon, oder? Vielen Dank... Blablabla. Ich glaube, eure Leitung packt das Double Streaming nicht. Doch, das hat ja auch gestern super funktioniert. Ja, aber dadurch leckt das halt. Nein, der Router hat heute so seine Probleme. Eben, ja, ging gar nichts. Weil der qualmt, weil der Double Streaming macht. Karpfenangler haut mir hier Herz in den Chat. Ich glaube, der liebt echt den Song. Bei mir hat er nur ein Herzchen gemacht, ich bin ein bisschen enttäuscht, ja. Ne? Nein, also... Tittenbonus und so, ne? Weißt du doch. Nein, die hat 600 Haken. Okay, danke, Rovi. Ich weiß schon, wer nächstes Mal ein Overlay hat. Snake! Wieso das nächste Mal?
Vielen Dank für dein Follow. Meinst du jetzt schon ein? Und die wechselt dann immer. Klar. Alle lecken sich rum, genau, Rocket. Man versteht auch mal das, was man will, ne? Und Rocket, vielen Dank auch dir für das Follow. Boah! Boah, jetzt geht's mal los. Jetzt geht's mal los. Viel Boah. Spaß im Stream. Fühl dich wohl, lehn dich zurück. Ach, Hausmeister abwerben gibt's aber nicht, ne? Weil Rocket bei mir auch die Herzchen hier in Chat haut. Kokapfangler auch. Sehr gut. Können wir noch ein paar mehr Herzchen haben, Freunde? Ich will auch Herzchen haben. Das Mod-Vorbild kein Spam. Doch, Emotes darf man spammen. Dafür sind die da. Ich fange hier nur noch Schwarzbarsche. Ich fange hier gar nichts mehr. Ich habe zwei Lachse hintereinander gefangen. Forellenbarsche, ey. Oh, alles kleine. So ist richtig, Jungs. Ah, da fängt der Ilja mal an mit den Herzchen. So ist das richtig. Herz auf. Hab nur noch Rinderleber im Kühlschrank. Wie kommst du jetzt da drauf? Ich erzähl was für Herzchen. Keine Herzchen. Und ich schreibe mir, hab noch Rinderleber im Kühlschrank. Das ist mein Chat, ey. Sehr gut, guck mal, Hellzer macht auch mit. Top. Ach. So, Herzen. Ah gut, du kannst auch eine Leber in den Chat hauen, ne? Komm. Ich bin da nicht so. Hauptsache ein Organ. Ich nehme auch Nieren in den Chat. Ne? Kannst du auch machen. Okay, na die macht Stop and Go. Okay, danke, Hovi. Hovi! Du wirst beobachtet, Nadine. Hovi, sobald Nadine den Köder wechselt, sagst du mir Bescheid, ne? Bescheid. Panti, du hast viel mehr als ich, also bitte. Das stimmt überhaupt nicht. Ich bin Elfter mit was weiß ich wie viel Kilo. Ich sehe meinen Platz noch nicht mal. Ja, aber du hast mindestens genauso viel Kilo fast. Ich habe 43,9. Ja, guck. Und du? 64,7. Ah ja, genau. Tja, das sind drei Fische, Nadine. Ja. Ja. Die muss man erstmal haben. Ja, aber du hast ja schon 10 Stück mit 7 Kilo gefangen und ich noch nicht. Da, Hell's Heaven, Dankeschön für die Herzchen. Herzchen geht auf. Herzchen auf. Unglaublich. Gestern an Jäger einen 12-jährigen Hirsch in der Nähe vom Hotel geschossen. Hast du den Knall gehört, Repster? Oder woher weißt du das? Gib dem Affen Zucker. Danke, Kokosnuss. Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Ja. Sie sind den roten. Okay, danke, Ruby. Ich hab doch schon gesagt, ich hab gewechselt. Ja, aber nicht auf was? Ich muss ja. Ruby. Da wissen wir, wo der Hase läuft, genau. Ruby, was hat denn der Panty drauf? Bonito, einen wunderschönen Abend wünsche ich auch dir. Herzlich willkommen. Hallo, Bonito. Bist du wieder da, Karpfenangler? Bowling gesehen? Ach, so nah war der, oder was? Oder seid ihr hingegangen dann? Oder hat der zum Hotel gebracht? Das ist ja genau schon schief gelaufen. Ich glaube, jetzt ist er gebannt. Ich glaube, jetzt hat Rocket ihm eine Lektion erteilt. Oh. Hingegangen, okay. Habt euch das aus der Nähe angeguckt. Ich bräuchte mal noch so ein paar Siebener hier. Was haben wir denn morgen? Morgen haben wir Freitag, ne? Aus ja. Meister Regel. Sehr gut, Rocket. Sehr gut. Ne, der Panty ist morgen nicht da. Dafür habe ich gesagt, dann stream ich R4. Und der Tim hat morgen... Also nur ich. Nur die Nadel. Die hat morgen das Kommando.
Ich wollte mich ja eh zur Ruhe setzen und. Ja. Ich werde mal. Auch schon mal machen. Was? Nadine hat Heinz Rüdiger? Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Kette. Darf man eigentlich mit Pose fischen? Nee, ne? Nee. Schade. Schade. Was hätte ich hier mit Pose gefischt? Na eben. Weil damit sind die einfacher zu fangen. Deshalb fiel's mir gerade ein. Dann genieß mal deinen Italienurlaub. Ich denke 19 Uhr hält's hin. Tim poliert seinen guten Morgen. Genau. Richtig. Ich nehme Heinz Rüdiger für Nadine. Ich hab einen Lachs. Ein Versuch ist wert, aber nicht im Turnier. Ah, schade. Schade, hätte ich gerne mit Pose geangelt. Aber wenn ihr sagt, das zählt nicht, dann brauche ich das ja nicht. Alles gut, Hilton. Wie gesagt, also ich denke 19 Uhr. Ja, 19 Uhr. Kopfkino. Oh, es versteht auch mal das, was man möchte, ne? Da ist. Gorkelt hat jetzt nichts Schlimmes geschrieben. Da seid ihr selber verantwortlich für euer Kopfkino. Leutchen. Ich kann mal. Vielleicht funktioniert ja bei ihr der Befehl X-Samstag. Nadine, der Ruby fragt, wo du morgen angelst. 20er See. Ja, guck. Oder 16er. Ja, ich glaube 20er See. Alles klar, Bonito, viel Spaß dabei. Habe ich sogar gerade veröffentlicht. Hast gar nicht so viel verpasst. Ich habe es nämlich vercheckt, das einzustellen für heute. Also ich hab's für morgen geplant gehabt irgendwie, weil ich das Datum vercheckt habe. Viel Spaß dabei. Nur weil du bei Panti gebannt bist, brauchst du jetzt nicht nach hier kommen. Er hat ihn jetzt bei mir gebannt. Baby, zeig mal Kartoffeln oder was ist los? Also, ne? Was? Ich soll mal die zeigen. Soll mal die Titten zeigen. Also. Und wenn du jetzt zu mir kommst, ne, mein Freund, haben wir zwei gleich ein Problem. Behind, einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen. Behind ist am Start. Was? Titten? Wo? Ah. Crockett wird wach. Wer will denn sowas sehen? Richtig unlimited, ne? Ist auf Twitch ist das doch heutzutage gar nicht mehr so gefragt. Der X-Hamster eingeben. Nadine nimmt wieder Crankbait blau-weiß. Okay, danke, Ruby. Weiß ich Bescheid. Ja, damit fange ich aber genauso wenig, Ruby. Das ist doch nicht normal hier. Also Samstag streamen auf jeden Fall dann RL4. Ich glaube nicht, dass das hier noch was gibt. Aber ich fange jetzt auch nichts mehr, obwohl die Beißzeit eigentlich besser wird. Ja, ich fange schon meine Loks, aber. Weiß ich nicht. Wie Nadine also, die Brust im Schatten mit Kartoffeln. Du musst nicht bei mir in den Chat eingeben. Garnale. Erklär ich dir irgendwann mal. In 6 Jahren. Ja. Nadine, was kennst du bitte für Seiten? Ja. Hab ich von euch Chaoten gelernt. Von mir nicht. Weiß nicht, was ihr zu Hause den ganzen Tag macht, aber bei mir. X-Samstag gucken. Was ist denn mit Game of Thrones? Hat er eingeschlafen oder was? Ja, sag mal. Oder Schnürschuh. Da muss ich ja pro Folge
muss ich 2,49 Euro zahlen. Das ist doch Quatsch. Eine Staffel kostet 16 Euro. Ich möchte jetzt, Staffeln hoch. Ich möchte jetzt hier nichts im Stream sagen, ne? Aber es gibt durchaus Wege, wo man dafür nichts bezahlt. Ja, da musst du mir die Wege gleich mal sagen. Ja, kennt doch jeder, oder nicht? Ne. Ich gucke keine illegalen Seiten. Illegale Seiten, ey. Hat keine russische Endung, Tim. Ne? Nee. Kaufen die erstmal Game of Thrones, ne? Dann kommt von Angler, das ist überhaupt nicht böse gemeint. Wir wechseln auch jetzt einfach ganz schnell wieder das Thema. Hey Baby, zeig mal die Kartoffel. Welche? Die mehligen? Also besser kriege ich jetzt jede Menge. Punkt ja, TO, genau. Schon. TO sind die richtigen. Ja, eben, TO. Und BS. Was ist TO eigentlich für ein Land? Trinidad und Tobago? Was war das denn? Stimmt nicht. Jim hat gelacht. Ach so. Und dann kam das. Wie? Glaubst du, dass das Trinidad und Tobago ist? Nee. T-O-N? Ich glaube schon. Das google ich jetzt gleich mal. Ja, ich google das gerade schon. T-O-Land. Ah. Tonga. Guck. Siehste? Ja, guck mal, ist das nicht besser als Trinidad und Tobago? Du bist Tonga, ja. Was ist denn Trinidad und Tobago? Ich glaube, die haben auch irgend so eine... Die haben gar kein Internet. Meinst du, was da für Serverfarmen stehen? Nein, die hat 500 Haken. 500 gibt's nicht, Ruby. Da ist eine Fehlinformation. Guck mal richtig hin. Ruby, warte, ich halte es mal in die weiße Wolke. Vielleicht kannst du es dann besser lesen. Overlay klappt ja. Fällt noch nicht mal auf. Rotzeichen. Ganz super, willkommen zurück. Welcome back. Aber das läuft ja nicht mehr mit dem Köder. Ich glaube, ich muss echt mal wieder den versuchen. Mit dem habe ich wenigstens mehr gefangen. Nee, bei mir sind eben schon alle eingeschlafen. Was sollen sie auch schreiben? Aus dem Internet. Grafenangler. Hat sie den her. Und natürlich dementsprechend geschnitten, sodass es passt. TO, AT, UNAT, KANSWAT, sonst was kann man sich auf diese Seite aussuchen, wenn man seine IP verschleiern will. Und wenn IP verschleiern will, machst du eh schön Proxy rein oder gehst direkt ins Darknet. Mit Darknet ist auch nicht mehr so safe. Rocket, dankeschön für dein Loot. 1,37. Ich habe so einen Hunger, ne? Das ist unglaublich. Aber ich habe mein Wassermelone mitgebracht. Ich glaube, ich esse gleich Wassermelone. Oh. Was heißt denn hier? Oh. Hab ich auch Hunger drauf. Was hat sie? Die ist am Lecken. Hunger ich drauf. Auch Hunger ach so. Drauf. Okay. Und ihr habt keine Wassermelone? Nein. Schatz, trägst du mir eine Wassermelone? Trägst du mir eine Wassermelone? Ja, die sind auch so riesig. Nein, frag mal, ob sie mit Kran liefern. Ja, nicht, dass das schief geht. Oh, ey, die falschen Fische hier andauernd. Sind Flachs immer Tomaten? Als Köder oder was? Ist zum Beispiel nützlich, wenn man Rootsover für Fallschirm hat. Ja, klar, wenn du den hast, dann hast du eh ein Problem. Dann solltest du vorsichtig sein. So, halbe Stunde noch? Ja, bei mir auch. Genau 30. Was sagst du?
mir nicht. Ich hab noch 2 Stunden. Warst du gar nicht im Turnier, hast du gar nicht gestartet, ne? Nein. Ich wollte erstmal gucken, was der Köder hier nimmt. Norwegische Bonbons, ja, die habe ich auch noch. Aber ich habe langsam die leckeren alle rausgepickt. Oh, ist sogar dunkel hier, guck an. 7,7. Woohoo. Guck mal, der Tim kommt auch noch nach oben. Tim, wie viel Kilo hast du? 48. Ja, guck. Oh, ich habe auch noch mal einen Lachs hier dran. Hoffentlich ist der groß genug. 48 ist schon mehr als Nadel, wa? Weiß nicht. Ja. 6,5 immerhin. Ich verbessere mich aber irgendwie nicht so gut. Ich verbessere mich nicht. Ich bräuchte halt wenn Mowgli schlafen. Halt surfen. Jo, stimmt, der ist echt schlafen, glaube ich. Hab ich auch lange nicht mehr gelesen. Der ist ja immer morgens schon morgens um 6 Uhr im RF4 online. Ja. Kommst du wieder beim Turnier? Soll das weiter heißen? In Schweizerdeutsch? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, aber wer weiß. Ich habe jetzt 18 Minuten Zeit, aber ich bräuchte halt noch ein paar 7er Lachse. Aber ich glaube, man braucht schon 10 Stück mit über 7, wenn ich so die Schnitte der ersten 3 da angucke. Um irgendwas zu erreichen. Alles klar, Limited. Viel Glück dir auf jeden Fall. Und Hafensänger, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Herzlich willkommen. Eine geht, der andere kommt. So ist es. Ein Kommen und Gehen hier, Nadine. Wie auf der Autobahn, ne? Wenn du auf der Mittelleitplanke stehst. Mhm. Ja, da fährt einer, da fährt auch einer. Rum, 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 rum. Hin und her geht es. Ach guck mal, der Stuxel ist da. Stuxel ist auf 15. War der eben schon mal. Achso, ja, ich bin auf 16. Ein Platz vor mir ist er jetzt. Ich sehe es. Achso, stimmt. 16 siehst du auch, ne? Ich hab deinen Namen ausgeblendet. Hast du so schwarzen Berg drüber gelegt, ne? Ja. Ach, Nadel, hast du eine halbe Stunde Zeit. Mach dir doch nicht ins Hemd. Ich hab gar kein Hemd an, aber nein, ich bin ganz ruhig. Bist du nackt? Ja, klar. Natürlich. Uiuiuiui. Uiuiui. Ich sehe es auch. Weißt du, warum ihr eben Kartoffeln sehen wollt? Ich habe auch vor einer Woche habe ich Kartoffeln gekauft, weil ich Bock auf Bratkartoffeln hatte, ne? Weißt du, was ich seitdem nicht gemacht habe? Bratkartoffeln. Ja, ich glaube, die Kartoffeln kann ich bald wegschmeißen. Quatsch, die kannst du einpflanzen. Das auch. Die haben schon gekeimt. Oh, ich habe noch einen Lachs. Noch ein Lachs, was hat der? Auch nochmal 6,5. Das ist alles zu klein, weil ich da fange. Alles zu klein, leider. Aber das ist wieder so ein. Das ist halt wieder so ein Random-Turnier, ne? Du fängst halt deine 10 Fische, aber. Ja, die einen fangen halt groß und die anderen kleine. Guter Witz. Ja, ne, aber weißt du, was ich meine? Das ist halt, wenn du halt keine Trophys fängst und so. Ja, ich weiß. Dann kommt das halt auf nichts an außer Glück. Aber ich habe noch gar keine Trophy gesehen. Ja, deshalb sage ich ja. Du beißt noch keine Trophys. Nee, eben. Wenn es halt Trophys geben will, dann wäre das halt okay. Der eine fängt einen Trophy, der andere nicht. Aber so ist das halt. Der eine fängt 10 große und der andere fängt 10 kleine. Nadine, Medium Spoon gelb. Okay, dankeschön. Gut, Luck damit, Nadel. Ich habe noch einen Fisch. Was jo, danke. Streifenbarsch. Streifenbarsch. 6,8. Oh, Tim, du kommst langsam nach oben, oder? 55 Kilo. Ja, guck. Wie viel Fisch hast du jetzt? Weiß ich nicht. Noch keine 10. Komm, Fischi-Fisch.
Da haben wir noch mal einen. Was haben wir da? Oh, ein Lachs sogar. Aber 6,3, 200 Gramm verbessert. Nice. Guten Abend, Snake. So, Screenshot ist gemacht. Anzeige geht gleich raus. Spaß dir. Ist das bei dir gewesen? Sind die Primes ausgelaufen? Ja, klar. Klar. Irgendwelche sind halt ausgelaufen. Ne? Ich weiß nicht genau welche. Also, ich konnte nachgucken, welche, aber irgendwelche sind ausgelaufen. Deshalb sind wir da ein paar weniger Subs. Welche genau, weiß ich nicht. Was? Schaupanti allen noch. Achso, ciao. So, im Sinne von Tschüss. Alles klar. Ruby, einen schönen Abend wünsche ich noch. Komm gut ins Bett und auf Wiedersehen. Ist ganz so, hä? Mein Spion ist weg. Mist. Was mach ich denn jetzt? Jetzt bin ich aufgeschmissen. Was hab ich denn hier dran? Ach, Schwarzbarsch. Schwarzbarsch. Alle zu klein, die Lachse, die ich hier fange. Alle zu klein, leider. Robbenklopfer fängt erstmal Stahlkopfforellen. Oh, mal eine gute Alternative, ne? Oh, jetzt habe ich auch eine, glaube ich. Ja. Nice. Eine Starkopfforelle. Weg damit. Ja, sieh mir heim, das ist heute gar kein Thema. Kann man alles online machen, die Anzeigen. Das ist das Coole. Braucht man da nicht mal irgendwo hinfahren. Ja, ich lasse Stefan doch hier kein Tuppes beleidigen, ne? Angry Rabbit, einen wunderschönen guten Abend. Mir geht's gut. Und dir? Alles fit? Ich hätte gerne noch einen Lachs in größerer Ordnung, aber ich glaube, ach gut, ich fange in 20 Minuten auch keine 5 davon mehr. Das ist das Problem. Jetzt haben sie aber schon alle 70 Kilo hier. Jo. Jetzt ziehen sie alle davon. Ziehen sie uns alle davor. Was ist das nächste Ding? Ist das nicht Karpfen sogar schon dann? Glaub schon. Glaube, ne? September. Ja. Das wird auch interessant, weil da gibt's auch, halt außer hier, gibt's halt nirgendwo Trophys oder Unis. Und ich glaube nicht, dass sie halt alle Runden hier spielen. Überleg mal. Glaube ich auch nicht. Von den Saukarpfen gibt's keine Trophys, von den... Also keine Ahnung, was die machen, ne? Gibt's von den Büffelkarpfen Trophys auch nicht, oder? In Texas? Nee. Louisiana? Da gibt's welche. Nicht. Louisiana gibt's welche. Oh, oh. Da gibt's die sogar in Uni, glaube ich. Ich hab Platz, ich weiß es nicht, Rocket. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt auf jeden Fall unterm 16. gerutscht und unterm 16. sieht man seinen Platz leider nicht mehr. Irgendwo drunter. Was ist ein Uni? Hier im Spiel gibt's, von manchen Fischarten Unis. Ja, bis später, Snake. Und das sind Fische, die besonders groß sind. Von einer bestimmten Art. Ich hab nochmal einen Lachs hier. Lachsi-Lachs. 6,5, wieder 200 Gramm. Ey, geh doch weg. Ich hab so viele Sechser, ne? Alles nur Sechser. Schau nochmal ein. Auch 6 Kilo. War zu klein, leider. Hm, aber ich fange wenigstens welche. Ja, das schon, aber was bringt das, ne?
What bring that? Unischalk aufgefangen, Stuxel GZ. Wie in der Schule? Was wie in der Schule? Hab ich schon jemand gesagt? Warum sind eigentlich alle lila hier im Chat? Ihr Heim ist lila, Stuxel ist lila, ich bin lila. Nur 6, achso. Ich hatte in meiner ganzen Schule tatsächlich keine einzige 6. Und nur eine einzige 5. Aber ich möchte anmerken, es war eine 5++. Und dann bin ich daher zu Lehrern gegangen und habe gesagt, warum ist das keine 4-? Hat er gesagt, dafür hat es nicht gereicht. Da habe ich gesagt, alles klar. Sie hatte immer so ein System, in dem immer ++++ gemacht hat, also nur den Kopf gepackt, ey. Ich habe mal einen 7er gefangen, aber der bringt mir auch nur 700 Gramm, leider. Ich hab auch nochmal einen. Wie viel Kilo hast du? 68,1. Ich 67,7. Oh, guck mal. Und Nadel? 64. Uiuiuiui, das wird dann mal richtig eng. Ich bin mal richtig spannend hier, die letzten 18 Minuten. Ich hab noch 20. Wenn du ausscheiden solltest, machst du dann Samstag nichts. Nee, dann mach ich Samstag nichts, nee. Da hab ich ja eh free. Wie gesagt, ich weiß ja gar nicht, ob ich Samstag überhaupt zu Hause bin. Also ich hätte mir jetzt vielleicht überlegt, dann halt nicht wegzugehen, wenn ich weiter gewesen wäre, aber... Dann bin ich ja eh vermutlich nicht zu Hause. Die 5 bestimmt in Sport, nee, in Sport hätte ich tatsächlich immer eine 1. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber Schulsport ist halt auch so... Also, da kannst du ja keinen Sport nennen, ne? Das ist ja... mehr gechillt. Aber damals war ich auch noch ein bisschen sportlich aktiver. Als jetzt beim Zocken. Alles klar, mir heim. Ich berichte dir später. Ich werde den ersten Platz bestimmt holen. Wie können die? LOL. Uni. Ach, Trophy. Nee. Doch, 18 Kilo. Tatsächlich. Dann ist die letzte Stunde Trophy-Zeit. Ja. Alles klar. Zeit für Trophy. Jetzt geht's also dann doch um die Wurst. Jetzt geht's also doch um die Wurst mit den Trophys. So ein Trophy können wir jetzt nochmal den Arsch retten, ne? Jo. Das könnte mir jetzt echt den Arsch retten. Das wäre nice. Das wäre nice. Wir sind also noch im Rennen, Jungs. Wir sind noch im Rennen. Jetzt so ein 18er. So, 10 voll. Jetzt erst? Boah, Tim, was hast du denn jetzt an Gewicht dann? Achso, du hast wahrscheinlich mit dem letzten schon 10 voll. Ja, ja. Ah, okay. Okay, da. Okay. 68,7. Oh, du bist vor mir. Guck, Tim. Und da riechst du dich auf, dass du nichts fängst. Läuft doch. Et lübt. Ich habe am Anfang nichts gefangen. Ja, Tim. Bei dem einen läuft die erste Stunde, bei dem anderen läuft die zweite Stunde. Weißt du, wie das ist? Nur bei Nadel, da läuft das gar nicht. Die fängt jetzt die Trophys. Was macht die? Die fängt jetzt die Trophys. Achso, ja, war wahrscheinlich fängt die noch 2 Trophys. Ja. Ich glaub's auch. Ist da vor uns. Genau. Oh, guck mal, KP ist auch da. Auf 13. Hello, guys. Gibt die Shamino hier. Wie sind unser Guide? So, ich habe gleich auch 20 Uhr, Jungs. Dann geht das rund. Dann geht das rund im Karton. Schwarzbarsch. Schwarzbarsch. Freilassen. Da sagt der Tim, man fängt keine Trophys. Ist halt die Frage, wo die beißen. Ja, ich werde das da machen, wo die im Video gebissen haben. Und das war rechts.
Also werde ich es auch rechts versuchen. Warum streamst du heute, Pantemir? War heute die ganze langweilig an sich, dass du streamst? Weil Fishing Planet Turnier ist. Und ja, eben. Noch ein Lachs hier. Noch ein Lachs. Fishing Planet Turnier Dienstag, Mittwoch und Donnerstag vor 5.05 Uhr geht's das. Deshalb streame ich heute. Und morgen nicht Flachbachfischer, damit du das schon mal weißt. Ne? Morgen ist mein eigentlich ja Streamtag, aber das streame ich mir nicht, weil ich morgen nicht da bin. Aber dafür die Nadel. Musst du dich mit der begnügen, so lange. Oh, wie nett. Habe ich doch gut vermittelt, oder? Nadel? Ja, hast du wunderbar ausgedrückt. Ja, schon. 7 Kilo. Ich fange, ich Idiot, ist nach 20 Uhr und ich werfe erstmal in die falsche Richtung. Das ist nicht so schlau gewesen. So, ab in die Bucht. Auf der rechten Seite ist ein Stein im Wasser und ganz knapp links am Stein vorbei fängt man Trophies. Ja, da hinten, da wo meine Rundenspitze gerade drauf steht, ne, Lobo? Meinst du den? Oder meinst du den hier vorne? Wahrscheinlich den da hinten. Sag mal hinten oder vorne. Dann weiß ich Bescheid. Guck hier, Flachbachfischer sagt, Nadine ist genauso gut. Siehst du, Nadel? Ich hab das gut vermittelt. Er hat das direkt richtig aufgefasst. Mhm. Weiter rechts? Wie weiter rechts? Der rechten Seite ist wahrscheinlich. Also, der hier? Bestimmt da, wo die ganze Zeit die Fische springen. Ich sehe keine springen. Ach, da meinst du? Ah. Da fange ich aber nur. Warte mal, nee, der ganze Blitzaufstand vorbei. Also meinst du, wenn ich so werf, müsste das passen? Du schmeißt jetzt hier rechts, ne? Naja, rechts werfe ich, ja. Achso, da wo die Fische springen, ja toll. Hab ich jetzt nicht hingeworfen. Nee, da? Ach doch, ja. Hä? Aber die springen ja da links, da hinten. Leute, ich habe hier auch volle Geschwindigkeit hier. Ich auch. Wieder. Bestimmt. Ach. Hatte ich auch gerade. Als ich die ganze Zeit die Shift-Taste gedrückt hatte. Ach so, nee. Da springen sie auch, okay. Okay, gut. Gut. Dann versuchen wir da unser Glück. Let's try. Mal gucken, was wir da haken. Von den Monstern. Ein so ein Trophy, das wäre gut, ey. Zwei wäre geiler. Zwei wäre natürlich richtig geil. Was macht Nadine? Hat sich verbrannt? Nachläufer, aber auch noch der richtige Fisch. Bestimmt Trophy, Nadine. Hast du gesehen, wie groß der war? Mega groß. Wilde Hilde, einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen. Das sind zwei Trophys, haben die schon gefangen. Jo. Alter, wie könnt ihr denn schon zwei haben? Ich hab nicht mal einen. Pink Fluffy Unicorn Dancing on Rainbows. Okay, danke schön für deine Loot. Oh, da ziehen die echt zwei Trophys aus dem Wasser. Das ist schon unverschämt. Das ist schon echt unverschämt. Max, einen wunderschönen Abend auch dir. Ich weiß nicht. Aber Geduld. Da habe ich immer mindestens zwei Trophys in einer halben Ingame-Stunde gefangen. Lol. Also hast du einen geheimen Trophy-Köder gehabt oder was? Zwei in einer halben Ingame-Stunde. Gut, haben die jetzt auch gemacht, ne? Eben. Aber
fange da nicht mal ein. Wie lange geht das Turnier? Noch 9 Minuten. Dann ist Ende. Noch 9 Minuten, dann haben wir es vollbracht. Ist dann die Frage, ob wir in den 9 Minuten jetzt den Trophy fangen oder nicht. Oder am besten halt 2. Aber das wird eng. Das wird eng. Boah, wie mein Overlay auch einfach perfekt auch die Uhr nicht verdeckt, ne? Als hätte ich das dafür gemacht. Sehe ich jetzt erst, wo einer nach der Uhr fragt. Nicht ganz so knapp am Stein? Okay. Also quasi da, wo ich schon fast hingeworfen hatte gerade. Okay, ich werfe vielleicht für den anderen Stein da. Da, wo wir quasi auch schon gerade die Lachse gefangen haben, so ungefähr. Nur, dass da jetzt halt Trophys bei sind. Let's try that. Oh, ich hab was. Ihr habt einen Fisch! Aber das sieht mir, ehrlich gesagt, nicht nach einem Trophy aus. Und nicht mal nach einem Lachs, glaube ich. Oder? Doch, ein Lachs ist es, aber kein Trophy. Ein Lachs ist es! Schleudertrauma für den Lachs. Und dann haben wir einen mit 6,9. Naja. Nicht so die Größe, die wir brauchen. So, werfen wir einfach mal da so. Zack. Perfekt. Da müssen wir jetzt wohl einen kriegen. Da müssen wir doch jetzt mal den Trophy kriegen. Komm, Trophy, Trophy, Trophy. Sein lieber Fisch. Fehlbisse. Das war der Trophy, Tim. RIP. Oh, ich habe auch was. Lol. Hä? Was hab ich denn? Lol, ich hab mein. Ich habe einen Anschlag gemacht, da war der Fisch in Damm. Das war ein Schwarzbarsch. Ja, das ist richtig. Ich dachte so, hä, auf einmal keine Spannung, kein gar nichts. Die Rute voll in Luft irgendwo. War hinter mir. Trophy Tryhard, genau. Aber jetzt Trophy Tryhard. Aber wie viel Kilos ist ein Trophy? Ich weiß gar nicht. Alles über 8 wahrscheinlich. Oder 8, ja. Alles über 8. Nee, Leo läuft nicht so gut. Alles über 8. Klar, du musst sehen. Welchem Spiel Glück in der Liebe? Oh, süß. Da geht einem glatt das Herz auf. Schwarzbarsch. Schwarzbarsch. Genau, Rocket. Rocket spendet Herzchen für dich, Nadine. No. Tim, für dich auch. Oh. Ab 10 Trophy, die normal geben, ist 7,9. Okay, also dazwischen gibt's gar nichts. Gut. Oh, guck mal hier. Da freut sich der Mutan aber, wa? Mit seinem 10 Kilo Trophy. Schau mal, wo du wächst, der Trophy, dann hat er 10 Kilo. Ich würde ausrasten. Ich werde gleich bestimmt so einen 10 Kilo Trophy fangen. Das Schlimme ist, der bringt mir nicht mehr was. Das bringt mich nicht weiter. Und für Panty. Oh. Aber Panty hat überall Pech. Hm? Bringt gar nichts, Rocket. Bringt gar nichts. Jetzt lass mich hier mal wenigstens Trophy fangen. Erstmal Richtung dunklen Busch. Okay, da hab ich wahrgenommen. Schmeiß ich schon die ganze Zeit hin. Ah, ich habe davor rechts davon geworfen, jetzt werfe ich links davon. Hashtag Hausmeister Love.
Rocket, das wäre auch ein guter Name als DJ für dich, oder? Was hältst du davon? Hier mal so ein bisschen auflegen. DJ Hausmeister Love. Was machst du hier? Mit Salava Lava. Könnte was werden. Mit der Karriere. Ich hab zwar einen Lachs, aber. Kein Trophäe. Kein Trophäe. Ja, dann ist das Ärgerliche da dran. Aber 7,1. Na guck. Na guck, Tim. Da gewinnst du immer das interne Duell. Wenn wir schon nicht weiterkommen. Sei ihm gegönnt. Wenigstens das. Atemlos durch die Nacht. Weiter weiß ich leider nicht. Ist das so deine Musiknadel? Nee. Oh. Dachte. Andi, du weißt doch, was wir immer im TS singen. Ja, aber ich dachte, Atemlos ist auch in deinem Repertoire. Kennt man natürlich. Ja, ich kenne nur die eine Zeile. Aber ich kenne von jedem Lied nur eine Zeile, von daher ist das auch. Ich kann dir jetzt auch nicht sagen, wie es weitergeht. Und bitte mal raus, gute Nacht, Hell 7. Gute Nacht, schlaf gut. Nacht, wie Hell 7. Atemlos durch die Nacht. Bis ein neuer Tag erwacht. Keine Ahnung. Helene Fischer Fan? Nee, aber wenn ich mit meinem Bruder Auto fahre, hört er mal Helene Fischer und singt er mal mit. Dann musst du jetzt können, du bist ja nach Norwegen gefahren mit dir. Ja. Habe ich das Video nicht geschickt? Doch. Na guck. Da war aber nur. Hey, sie hatte nur noch Schuhe an. Sie hatte nur noch Schuhe an. Oh, nur noch die Schuhe an. Nur noch die Schuhe an. Nee, dem kann ich singen. Was war das denn zum Schluss? Was? Das war leicht gekrächzt zum Schluss. Das war danach eine TS-Quali, Nadine. Ach so. Als ob ich natürlich eine gekrätzende Stimme habe. Ich bitte nicht. Gar nicht. Im Turnier ist wohl alles anders, hätte schon längst ein Trophy beißen müssen. Ja, das kann sein, dass im Trophy im Turnier vielleicht wieder ganz woanders beißen. Ich weiß es auch nicht, kann sein. Kann sein, oder wir haben den falschen Köder für ein Turnier oder was weiß ich. Da steckst du nicht drin, ne? Schatzi, schenk mir ein Foto. Schenk mir ein Foto von dir. Weiter weiß ich auch da nicht. Aber improvisieren ist eh das Beste. Wenn bei mir jemand im Auto Helene Fischer hören würde, würde ich ihn hochran aus dem Auto schmeißen. Ja, bei mir im Auto hört er das auch nicht. Aber als wir nach Norwegen gefahren sind, haben wir einfach die ganze Zeit Après-Ski angemacht. Après-Ski. Nach Norwegen. Oder? Kann euch sagen, das macht keinen Spaß. Spätestens nach einer Stunde macht das keinen Spaß mehr. Genau, Ilja schreibt es gerade. Atemlos durch die Nacht, bis der neue Tag erwacht. 60 Sekunden noch. Richtig. Ja. Ist noch 3 Minuten. 50. Tat, ich will noch einen Auswurf. Noch einen Auswurf. Und selbst dann kriegen wir den Trophäe wahrscheinlich nicht mehr raus. Schade. Aber gut. Haben mich so Trophäe gebissen. Hätten Trophäe beißen können. Nur bei uns natürlich nicht. Wenn es auch einer anbeißt und ich den nicht mehr rauskriege, ne? So ein 20er. Das würde ich schon feiern. Würdest du das? Ja. Da wirst du nur sehen, Pantoffel ist offline. Ich habe den Song gewonnen, ja. Den Song habe ich gewonnen. Nightwalker, einen wunderschönen guten Abend. Da kommst du genau richtig in den letzten Sekunden, die jetzt abläuft. Und damit 35. bin ich aktuell. Guck an, ey. 35. hat nicht gereicht. Obwohl wir die Lachse diesmal gefangen haben, aber alle zu klein.
Trophy ist auch nicht dabei. Also gut, hätte halt auch nicht, eh nicht gereicht ohne Trophy, ne? Selbst wenn wir halt 10 gute gefangen hätten. Wenn du jetzt schon siehst, bis Platz 14 sind halt schon nur Trophys. Da sind nur noch 6 Plätze verfügbar ohne Trophy. Und die gehen ganz schnell weg. So, da warten wir auf Tim Nadel. Und ich guck mal, wen ich hoste gleich. Ja, guck mal für mich mit. Lol, bei mir ist gar keiner mehr online. Sind die jetzt alle offline? Ja, auch nicht. Also, gerade war noch so 20 Leute online, jetzt ist bei mir gar keiner online. Doch, jetzt. Wollte schon sagen. Kann doch gar nicht sein. Guck mal, die Guestbees online. Sollen wir die mal hosten? So, wo habt ihr mehr Bock drauf, Leute? Auf Stranded Deep oder auf Quasseln? Armer Panty. Der letzte Wurf. Armer Panty. Stimmt doch, hört bei mir, stimmt ja gar nicht. Ein Trophy gefangen, leider zu klein. Ach, Schuckler hat ein Trophy gefangen? Ach, wie klein war er auch? 11,9. 11,9, ja. Besser als keiner. Aber reichen wird es wahrscheinlich nicht. Schade. Schade, Marmelade. Platz 21. Das ist doch so ein richtiger Arschtritt, ey. Leute, das ist hier, ohne Witz, egal wo ich hier eine Twitch-Seite öffne, mal streamt einer, mal streamt keiner. Ach, okay, Pau ist gerade offline gegangen, hat sich erledigt. Platz 24. Jägers, vielen Dank für den Follow. Dum. Sonst bin ich nicht da. Mutter hat Geburtstag. Oh, dann richte ich mal schöne Grüße aus. Meine hat am Montag Geburtstag. Sind die ja fast auf gleichen Tag geboren. Oh, die Scheibe aufgefangen, genau. Welches die hast erwischt. Ich guck mal kurz was. Warum wird der mir denn nicht angezeigt? Wenn er angeblich streamt. So, das war's bei mir dann auch. Ja, da bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Und ja, wie gesagt, morgen streamt die Nadine ab 19 Uhr, wird es gleich nochmal selber sagen. Und Samstag werde ich ab 18 Uhr wieder R4 streamen, weil Turnier fällt ja dann jetzt auch, weiter geht's ja nicht. Und dann werden wir da mal gucken, was wir da für Fische rausziehen. Ja, dann gebe ich das Wort mal an Panty oder Nadine weiter, der gerade möchte. Ja, danke schön fürs Zuschauen. Sollte nicht sein, aber nein. Wer weiß, vielleicht ist es auch besser so. Ja, morgen werde ich um 19 Uhr streamen. So. Und Panty. Was ist das für eine Aussage? Eine 20er See. Ein bisschen Spinnangeln. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Da merkt man auf jeden Fall schon, wie viel Bock die Nadine auf Fisch geplant hatte, weil hier gerade in meinem Chat die Frage kommt, macht Fischgeplant mehr Spaß als Russia Fishing? Nein. Bei den Nadel nicht. Ich muss sagen, beide Spieler bei den Daseinsberechtigungen. Heute beim Turnier lief es leider nicht so gut, aber besser als gestern.
So muss man es aussehen, ja. Besser als gestern, von daher war es nicht so dramatisch. Und da ich Samstag jetzt eh nicht unbedingt zu Hause gewesen wäre. Gut, kann man damit leben, dass wir jetzt nicht weiter sind. Macht aber nichts. Ich hau euch jetzt noch weiter zum Flathex. Ihr habt das schon beim letzten Mal vielleicht gesehen oder davor das Mal. Ich stream gerade PUBG, also könnt ihr da ein bisschen Knüppelkeile gucken. Und vielleicht habt ihr da noch ein bisschen Bock drauf. Ansonsten wünsche ich euch eine wundervolle Nacht. Denkt dran, morgen fällt aus. Nadine streamt, aber könnt ihr da gucken. Ich bin dann erst am Mittwoch wahrscheinlich. Sonntag. Nee, Sonntag. Stimmt, Sonntag bin ich da. Mittwoch ist eigentlich schon. Am Sonntag bin ich wieder da. Und ich wünsche euch eine wundervolle Nacht. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Auf Wiedersehen. Ciao.